Wer wünscht sich nicht ein glücklicheres Leben? Geht es Ihnen auch genauso? Dann sind Sie jetzt in den nächsten 2 Stunden genau hier richtig, denn eine neue Shop-Sendung hat wieder begonnen und natürlich freuen wir uns, Sie wieder begrüßen zu dürfen. Sie ist wieder da, der Seelencoach, unsere Schamanin Sabine Lorenz. Ja, sei gegrüßt, sei noch Sie gegrüßt, liebe Zuschauer. Ich freue mich auf schöne 2 Stunden mit euch. Genau, und diese 2 Stunden werden sehr spannungsvoll, werden tolle Überraschungen für Sie bereithalten und wirklich ganz exklusive Produkte Ihnen natürlich wieder bieten. Und etwas ganz Besonderes ist es, denn Sie bekommen zu jeder Bestellung ein Geschenk obendrauf. Was das genau ist, verraten wir Ihnen im späteren Verlauf. Jetzt schauen wir uns erstmal eine kleine Programmvorschau an für die nächsten 2 Stunden, denn es wird spannend für Sie. So, was haben wir denn Schönes, Spannendes dabei? Genau, da ist es. Unsere Ikone, Mutter Maria Knotenlöserin. Ein Ikonendruck, 20x20 cm auf einen Keilrahmen. Die MA1000 für 69 Euro. Dann natürlich das Set Knotenlöserkerze, Ikone und das Marienamulett. Eine Paraffinkerze mit Hochglanzdruck, das Edelstahlamulett in Goldfarben, die Ikone 20x20. Und natürlich ganz neu dazugekommen sind die Mariengebete. Was genau das beinhaltet, erfahren Sie später. 155 Euro ist der Setpreis und die MA0901 der Artikelcode. Genauso aber auch in Silberfarben können Sie das Set auch bestellen mit der MA0801. Auch hier für 155 Euro. Dann haben wir auch ein neues Set für Sie wieder mit dabei oder ein altbewährtes Set, so müssen wir es eher mal sagen. Die Knotenlöserkerze mit der Marienkugel und das Marienamulett in Goldfarben. Auch hier wieder ein Setpreis von 155 Euro. Sie sparen über 31,95 Euro mit der MA0900. Und auch gerne in Silber können Sie dieses Set jetzt in den nächsten 2 Stunden erwerben mit der MA0800 auch für 155 Euro. Aber wenn Sie eher sagen, Sie möchten nur ein Amulett, Sie suchen ein schönes Geschenk oder eine schöne Überraschung, dann können Sie das natürlich auch gerne mitnehmen. Die MA0400, das Mutter Maria Schutzamulett in Goldfarben, ca. 3 cm Durchmesser an einer 50 cm langen Kette in Goldfarben für 88 Euro. Die MA0400. Und die MA0500, das ist das Mittelstahl-Amulett in Silberfarben, natürlich auch mit der Mutter-Marien-Schutzenergie, auch hier für 88 Euro, die MA0500. Und wir fangen erstmal an. Natürlich, die Adventszeit bitte steht bevor. Man möchte sich auf tolle Energien einstimmen. Dann kann man das natürlich mit einer wunderschönen Mutter-Maria-Kerze. Die MA0101 Paraffinkerze weiß mit einer Brenndauer von ca. 69 Stunden, 20x7 cm und der Hochglanzdruck für 39,95 Euro. Bevor wir aber in die Produkte gehen, Sie können natürlich jederzeit gebührenfrei bestellen unter der 0800 09 00 270. Einfach auch gerne Ihren Artikelcode aufschreiben, aber natürlich auch gerne mit dranbleiben, denn tolle Produkte warten auf Sie. Wir starten mit den Marienenergien durch und liebe Sabine, Marienenergien würde ich jetzt nicht mit Schamanismus irgendwie verbinden, aber ist es eine Form von oder wie bist du eigentlich dazu gekommen? Wie bin ich dazu gekommen? Ja, letztendlich bin ich ja in eine Kirche geführt worden und ich wusste, dass in dieser Kirche wirklich eine Maria auch steht, wusste ich. Bin eigentlich wegen der Figur dahin gefahren und habe dann festgestellt, dass hinter dieser Säule, wo ich diese Figur gesehen habe, diese Ikone plötzlich war. Und diese Ikone hat mich dermaßen angezogen. Ich habe gefühlt, hier ist was ganz Besonderes von der Energie. Und dann habe ich die, letztendlich hat mein Sohn so fotografiert und dann habe ich angefangen, sie zu verarbeiten, in die Energie reinzugehen. Und knotenlösend, wenn man sich mit Familien- und Karma-Themen auseinandersetzt, ist es natürlich auch so, man merkt plötzlich, Jakobsleiterflüche sind Familienflüche. Und zwar 27 Knoten aneinander gebunden. Das heißt, man hat früher Knoten gemacht, jemand was Schlechtes gewünscht, den Knoten zugezogen, macht man zum Teil heute immer noch im Negativen. So, und dann hat man, wenn man Energiearbeit macht, festgestellt, okay, ich löse etwas auf, aber der Person geht es nicht besser, sondern es wird schlechter, und es kommt nochmal was und nochmal was. Und ich habe festgestellt, dass diese Jakobsleiterflüche, die genetisch übergeben werden, mit dieser Marienenergie, mit diesen Gebeten aufgelöst werden. So,
Und ja, und dann habe ich dieses Bild, diese Ikone bekommen, dieser Weg dorthin und wusste, mit dieser Ikone kriege ich es weg. Und ich kann damit den Zuschauern auch etwas an die Hand geben, wo sie selber für sich arbeiten können. Und diesmal haben wir natürlich auch die Gebete endlich dabei. Nicht nur die Kerze, wirklich das Original von der Kirche, was wir hier eingeblendet sehen, habe ich mitgebracht, sondern ich habe endlich alle Gebete für euch fleißig getippt, weil ihr es euch gewünscht habt. Und ihr könnt sie jetzt selber für euch sprechen. Genau, und das ist das ganz Besondere, die Marienenergie für Sie zu Hause. Ja. Sabine, wie spüre ich denn oder wie spürt man denn, dass sich Familienblockaden, Familienflüche, Familienbelastungen in meinem Leben spüre? Merke ich es nur in der Familie oder zieht sich es eigentlich durchs ganze Leben? Es zieht sich durchs ganze Leben, aber wenn in der Familie immer das Gleiche ist, es sind immer Trennungen, es sind Geldverluste, es ist Streit, es ist Rivalität und Konkurrenz. Und nicht nur bei dir, sondern vielleicht auch bei der Schwester, dem Bruder, den Eltern, Großeltern, es wiederholen sich so viele Dinge, die ganz auffallend sind. Und hier kann ich alles, was über die Genetik ist, über die Ahnenreihe, und ich weiß ja gar nicht, mit wem war ich mal verwandt vor 500 Jahren, ne? Das kann ich hier wirklich harmonisieren und nochmal auflösen und natürlich da diesen Familienfrieden herstellen. Genau, früher wurde ja mal ein Stammbaum geführt, das ist genau. Ja heutzutage überhaupt nicht mehr so. Man muss ja manchmal wirklich recherchieren oder im Internet kann man inzwischen für teures Geld einfach diese Energien auch bestellen, also auch so einen Ahnenbaum sich aufstellen lassen. Aber ich glaube, es ist ja viel wichtiger, einfach nicht zu wissen, von wem es kommt, sondern es einfach rauszunehmen, es aus meinem Energiefeld wirklich aufzulösen. Wie kam denn dann eigentlich die Idee für die Kerze bei dir? Ja, wie gesagt, ich wollte natürlich dann was haben, wo ich jedem dieses Bild auch an die Hand geben kann. Und natürlich, Kerzen ist etwas, ich gebe nach oben ab, ich zünde sie an, ich habe das Licht, ich habe das Feuer und ich habe dann natürlich viele lichtvolle Energie in der Wohnung und kann damit ganz bezüglich jeder arbeiten, jeder kann eine Kerze anzünden, jeder kann Gebete sprechen, jeder kann da ein bisschen auch in die Verantwortung gehen und sagen, ich kann was selber machen, ich brauche nicht immer nur einen Berater. Natürlich ist es clever zu sagen, ich schaue mir mal meine Familienthemen an, weil man oft einen ganz anderen Gedanken hat, aber ich kann hier ganz gezielt selber etwas tun. Also zu jedem Produkt gehen so gesagt die Gebete mit hinzu? Ja. Ja, das ist auch ganz wichtig zu sagen. Das heißt, Sie bekommen eine wunderschöne Sammlung von Gebeten, insgesamt 9 Tage. Das nennt man eine Novene, steht drin. Genau. Sollte man dann auch 3x9 Tage hintereinander sprechen. Und das Schöne ist ja eben auch wirklich, Sie haben diese Kerzenenergie einfach mal mit dabei. Wir lassen es jetzt einfach mal kurz so eingeblendet, da können Sie es super schön sehen. Und da steht auch noch mal hinten drauf die genaue Anleitung, wie Sie es vollziehen sollen, wie Sie es machen müssen. Und das Schöne ist eben auch, durch diese Kerze kommt natürlich auch eine Ruhe in mein Leben. Kerzen strahlen eine wunderschöne Energie aus und für unter 40 Euro können Sie jetzt eigentlich wirklich mal diese ganzen energetischen Belastungen einfach auflösen. Richtig, und gerade jetzt, wo wir ja Richtung Halloween gehen, wo die Familienthemen hochkommen, wo man natürlich auch die alten Energien mal loslassen kann, gerade auch die Verstorbenen, dass man mal den Frieden macht mit diesen erdgebundenen Verstorbenen, die man vielleicht auch nicht kennt, dann bietet sich die Kerze natürlich an in dieser Jahreszeit. Ja, also wenn Sie sagen, Sie wünschen sich Kerzen oder Sie lieben Kerzen, Sie lieben, es sind ja auch immer tolle Energien, die einfach in den Raum reinkommen. Es sind tolle Empfehlungen, die man natürlich auch irgendwo immer mitbekommt. Und jetzt können Sie es eben wirklich nutzen. Ja, man kann es selber machen. Und Marienenergie ist diese mütterliche Energie, das ist diese wärmende, da geht's Herzchen auf. Man fühlt sich geborgen, man fühlt sich hier geschützt. Und das ist was ganz Besonderes. Und ihr merkt vielleicht auch, wenn ihr euch nur mal jetzt das Bild, was wir einblenden, anschaut, sie ist anders und ich weiß, dass sie anders ist. Auch mein Sohn, der mit Esoterik so gar nichts am Hut hat, hat gemeint, Mama, die macht was. Dieses Bild macht was mit mir. Und wenn mein Großer das sagt, dann ist das schon was Besonderes auf jeden Fall. Ja, und man kennt es ja auch aus deinen Sendungen. Es begleitet dich in deinen Sendungen. Du arbeitest ja auch mit diesen Energien. Also weißt du natürlich auch, wie die Menschen damit auch verbunden sind. Und es ist natürlich schön, eine Kerze zu Hause zu haben. Aber noch schöner ist es natürlich, die Mutter-Marien-Energie bei sich zu tragen. Richtig. Und daraus ist das Schutzamulett entstanden. Genau, dass man es bei sich hat und natürlich, wir haben es auch toll umgesetzt, muss ich wirklich sagen. Ich freue mich, dass man es so schön sieht. Und das sehen Sie wunderbar mit der MA0500 für nur 88 Euro, das Muttermarien Schutzamulett in Silberfarben. Das Ganze können Sie aber auch gerne nochmal mit der MA090
Nee, 0400. Genau, 0400 bestellen so viele Zahlen hier heute. Auch in Goldfarben. Da hat es natürlich jetzt keine bestimmte Bedeutung. Es ist einfach der Beliebtheit, was man lieber mag. Der eine ist eher ein Silberträger, ja. Der andere ist lieber der Goldträger. Ja? Was bringt mir denn das Amulett nochmal? Du bist natürlich, hast automatisch, du ziehst diesen mütterlichen Schutz an. Du hast natürlich eine unglaubliche Energieerhöhung, wenn du das bei dir trägst. Du bist ja mit Mutter Maria verbunden und damit bist du nicht nur mit ihr, sondern du bist ja mit wirklich Gott, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Du hast ja die ganze Familie in deinem Energiefeld. Hier sehen wir es auch eingeblendet. Wir sehen es eigentlich theoretisch auch beim Christoph auf der Hand. Ja. Und ja, und das heißt, du hast genau, du hast den Schutz bei dir, du hast die Kraft und die Stärke bei dir, du kannst dich natürlich im Gebet auch sofort verbinden. Das heißt, du bist unterwegs, du kannst sie einfach auch mal anfassen und um Hilfe bitten. Du kannst deinen Wunsch nach oben abgeben, du kannst mit ihr sprechen. Wir haben sie bei uns, wir können mit ihr sprechen. Das, und das Schöne ist eben auch an einer langen Kette. Also es ist wirklich auch, ich kenne das sehr, sehr oft, wenn man in so Situationen ist, wenn man einfach gerade nicht mehr kann, dann nimmt man es einfach an die Hand und man gibt für sich ein eigenes Gebet ab oder man holt sich die energetische Unterstützung. Ja. Mir ist sofort auch wieder eingefallen, ich würde es mir ins Auto zum Beispiel auch hängen, perfekt über den Spiegel, wo man natürlich auch immer einen Schutz braucht, weil man muss immer wieder mit Gefahren rechnen. Ja. Aber wenn wir natürlich uns irgendwo schützen lassen und was ich so toll daran finde, es ist nicht sofort sichtbar. Es ist jetzt nicht in 100% Farbe gearbeitet, sondern es ist so ein toller metallischer Look, wenn ich es mal sagen darf. Mhm. Und das hat natürlich eben auch wirklich ein ganz besonderes Bild einfach. Ne? Ich habe auch in keiner Form sowas gesehen bisher, muss ich auch wirklich sagen. Ich habe ja auch recherchiert, was gibt es denn so? Und die Form gab es definitiv nirgends. Und es ist edel und es ist was Besonderes und es ist ein Unikat. Die Kleinigkeit wollen wir mal nicht vergessen. Ja? Und ganz wichtig ist auch noch zu sagen, dass ja alle Produkte 100% durch deine Hände gehen. Es ist auch wirklich, dass du jedes Produkt in die Hand nimmst. Es ist jetzt nicht, dass das in den großen Versandhandel geht und du das einfach nur hinschickst und sagst, verpacken Sie mal, sondern jedes Paket wird von dir energetisiert und jetzt möchte ich auch noch kurz darauf kommen, wir geben ja zu jedem Paket ein Geschenk hinzu und das hat was mit dem 31. Oktober zu tun. Kannst du das kurz ein bisschen erklären? Ja genau, der 31. Oktober, Halloween heißt natürlich, hier geht es um die Familie, hier geht es um die Ahnen und hier geht es um die Vergangenheit und das heißt, wir haben uns gedacht, wir geben euch etwas mit als Geschenk, um eure Ahnenreihe, euren Stammbaum so ein bisschen zu harmonisieren und das heißt, deswegen habe ich euch ganz gezielt wirklich diesen Lebensbaum mitgebracht und wir werden schauen, welches Paket was denn kommt, ob es genau, ich erkläre das mal ganz kurz, wenn ich darf. Wir haben hier auf der schwarzen Büste, sehen Sie, drei verschiedene Möglichkeiten. Es gibt einmal ein Amulett, was natürlich ganz wichtig ist für die Halschakrengegend, hast du gesagt. Also alles, was mit Kommunikation zu tun hat. Es wirkt aber natürlich auch aufs Herzchakra, da es sehr lange auch mit Arbeit gearbeitet ist. Also auch an einer langen Kette. Oder die geistige Welt sagt, nee, Sie müssen mehr Aufmerksamkeit bekommen, Sie müssen mehr Autorität wieder bekommen. Dann bekommen Sie zum Geschenk die Ohrringe dazu. Oder es geht richtig um Aktivitätsthemen, dann bekommen Sie drei Armbänder mit den Lebensbäumen zu jedem Geschenk, zu jeder Bestellung als Geschenk mit einfach hinzu. Das ist ein ganz besonderes Geschenk, was sich Sabine einfach überlegt hat. Es wird energetisiert, es wird ja am 31. Oktober auch wirklich nochmal aktiviert. Richtig. Und es kriegt halt nicht jeder, ne? Richtig. Das ist wirklich Glückssache ein individuelles Geschenk. Ja. Und Sie können jetzt nicht sagen, ah, gut, ich will jetzt Ring oder ich möchte jetzt eine Kette oder ich möchte jetzt einen Ohrring haben, sondern es gibt zu jeder Bestellung eins hinzu. Das kann einmal bei Ihnen die Ohrringe sein. Dann geht es bei Ihnen wirklich um die Ohrchakren. Dann müssen Sie wieder in die Aufmerksamkeit gehen. Bekommen Sie Armbänder hinzu. Dann bedeutet das, es geht um die Handchakren. Aktivität wieder beweisen, wieder mehr in den Tatendrang natürlich auch kommen. Und die Kette für Kehlkopf- und Herzbereich, was natürlich auch wichtig ist. Richtig. Also die Möglichkeit habt ihr und das ist was Besonderes. Ja, es ist etwas ganz Besonderes und jedes Geschenk ganz exklusiv für Sie von der geistigen Welt individuell bestimmt. Unter der 0800 09 00 270 dürfen Sie jetzt gerne gebührenfrei anrufen, bestellen und sich natürlich mit der Marienenergie und diese zusätzlichen hochenergetisierten Geschenke einfach mal mit abholen und bekommen. Wir bleiben jetzt aber noch ein bisschen bei dieser Ikone und ich merke das richtig, wie die Wärme ausstrahlt, sobald man sie
irgendwie auf die Haut legt. Ne? Was Besonderes, absolut. Und natürlich brauchen wir diese Wärme, wir brauchen diesen Schutz. Natürlich auch alles, wo es um Eigenliebe geht, wo du sagst, du möchtest wieder die Liebe fühlen, auch die Liebe zu dir selber hier wieder gehen, dafür haben wir sie. Und das Schöne ist eben auch, Sie dürfen ganz individuell wählen. Sagen Sie, ach, Silber ist jetzt überhaupt nicht meine Farbe, dann nehmen Sie sich eher die goldene. Denn die gibt es auch mit der MA0400 auch für 88 Euro. Auch gerne mit hinzu. Und es ist natürlich für jeden das eigene Entworfene. Das heißt, jeder darf sich seine eigenen Lieblingsfarben so ein bisschen wählen. Jeder darf sich seine eigenen Energien auch so ein bisschen mitwählen. Und natürlich auch dadurch nochmal ganz intensiv arbeiten, beziehungsweise auch nochmal ganz intensiv dieses auch nochmal mit annehmen. Darf ich es denn jeden Tag tragen, Sabine? Ist das etwas, wo ich jetzt merke auch, na, lieber nicht, oder? Nö, also ich glaube, wenn man Bezug dazu hat, wird man es nicht mehr ausziehen. Mhm. Ja, man wird es immer bei sich tragen. Es gehört irgendwann zu einem. Ich glaube, jeder braucht auch so ein Schmuckstück, wo er sagt, das gehört zu mir, das habe ich immer an. Hier fühle ich mich sicher, hier fühle ich mich geschützt. Und das ist so eins, muss ich dazu sagen. Mhm. Für mich ist manchmal ganz schwer, weil ich ja noch mehr Sachen habe. Ich weiß manchmal auch nicht, individuell, wie soll man es wählen. Ja. Aber, und wie gesagt, ich auch ein bisschen sieht man es jetzt auch, es ist was Besonderes. Und es ist auch wirklich was, wo man hinschaut, weil es nicht so kitschig ist wie viele Mariensachen. Und da gibt es viel. Da gibt es wirklich sehr, sehr viel. Also auch 3D-Marienenergien sowas. Ja, ja, ja. Ne? Ich habe jetzt extra nochmal auch das Goldene mit hinzugehangen. Also da sehen Sie wirklich, beides können Sie hier bekommen. Entweder mit der MA0400, das ist in Goldfarben, oder mit der MA0500 in Silberfarben. Finde ich wunderschön. Was werde ich denn spüren, wenn ich diese Energie bei mir trage? Also man fühlt sich wieder leichter, wärmer. Man kommt wieder in sein eigenes Vertrauen, in seine ureigene Energie rein. Und warum ist das so? Das heißt also, wenn ich mich auch von meinen Eltern früher nicht geliebt oder unterstützt gefühlt habe, da fehlt ja was. Meine Wurzeln fehlen, diese Basis, dieses Urvertrauen fehlt. Und wenn du hier anfängst, egal wie alt du bist, anfängst das zu tragen, wirst du merken, da ist plötzlich diese Elternenergie, diese mütterliche, wärmende Energie, dieses Urvertrauen wird sich langsam wieder aufbauen und du fühlst dich damit sicherer auch, ja, geliebter, sicherer, harmonischer auch und du kommst wieder in deine eigene Kraft und Stärke hier. Es strahlt also nicht nur Energie aus, sondern es zieht natürlich auch Energie an. Das ist auch das Wichtigste. Es zieht Energie an, genau, und es verwandelt, es löst damit natürlich diese alten Verletzungen auch auf. Und diese Knoten eben auch, die entstanden sind, weil darum geht es ja eigentlich letztendlich. Auch hier natürlich wieder die Gebete mit hinzu, auch hier kann man wieder mit arbeiten. Richtig, und bei den Knoten sind es übrigens auch unsere eigenen Knoten. Es sind nicht nur die Knoten von außen, es sind diese Knoten auch in den Gebeten, wo es um Groll geht, wo es um Wut geht, wo es um Eifersucht geht. Also auch so ein bisschen unsere eigenen Themen, die wir da so vergraben haben, die löst es auf, die Emotionen klärt das. Weil die meisten Blockaden, die wir im Leben haben, sind geblockte Emotionen. Und das klärt uns wieder. Ja, und das sind ganz besondere Energien, die Sie jetzt hier wieder erhalten. Letztendlich geht es einfach wirklich darum, Ihre alten Verletzungen, Ihre alten Knoten, aber natürlich eben auch noch mal so ein bisschen aus diesen Schwierigkeiten oder auch aus diesen emotionalen Belastungen uns wirklich auch rauszuholen, ja, neue Energien wieder aufzubauen. Darum geht es natürlich auch immer wieder. Richtig, genau. Und in dem Moment hast du nicht nur ein Loch, das heißt, also du löst nicht nur auf und fällst in ein Loch, sondern es wird sofort geschlossen, es wandelt sich ganz harmonisch. Und das sind diese Themen in der Kindheit, das sind diese vielleicht auch in der Schule bloßgestellt worden, das sind die Trennungen von Eltern, von Partner, das sind diese ganzen Verletzungen, die wir haben oder Enttäuschungen von Freunden, Bekannten, solche Dinge. Alles, wo es uns nicht gut geht, löst es auf, klärt es und schützt dich dann vor diesen neuen Dingen, dass man nicht wieder in die Resonanz geht und nicht wieder etwas kommt. Ja, und davor können Sie sich schützen, aber letztendlich ist es natürlich auch nochmal, wenn sich alles aufgelöst hat, habe ich mein persönliches Schutzamulett bei mir. Das heißt, mich kann nichts mehr anfallen, aber ich sende auch nichts mehr so aus. Weil wie oft hast du das? Negatives Denken im Auto, ja? Wie fährt der denn wieder? Oder du kommst irgendwo an und dein Parkplatz ist wieder blockiert. Na toll, fängst du wieder an und du ärgerst dich. Mit dieser Energie kommt man aus dieser, aus dieser eigenen Wut, aus diesen eigenen Problemen eigentlich wirklich heraus. Richtig. Und das heißt natürlich, wenn du es ausstrahlst, ziehst du natürlich Positives an. Es perlt aber halt auch Negatives von dir ab. Absolut. Ja, und man sagt ja nicht umsonst, alles, was man aussendet, kehrt dreifach auf einen zurück.
Ja, und deswegen sollte man, glaube ich, auch wirklich überlegen, gehe ich jetzt wirklich ins negative Denken oder hole ich mir die Unterstützung? Und man sieht es eben auch so schön mit diesen Schimmern oder auch mit diesen Scheinen jetzt gerade auch nochmal. Es ist nicht immer sofort sichtbar. Das heißt, die Energie zeigt sich, wann es dementsprechend bereit ist. Ja. Ja. Es gibt bestimmt auch die Momente, das kennst du bestimmt auch, dass es sich automatisch dreht. Dann hat es natürlich auch wieder eine Bedeutung. Das hatte ich gestern auf Sendung, fand ich sehr interessant. Ja, dann geht es darum, dass wir die Energien gerade mehr brauchen, als dass sie nach außen gesendet werden. Du hast gesagt, hinten ist auch noch mal am Verschluss etwas ganz Besonderes dran. Was ist das? Das heißt, ich habe meinen Sablo-Anhänger an jedem Schmuckstück dran. Das heißt, die Engel des Schutzes und der Gnade. Und das ist vor allem für euch der Hinweis, dass es dieses Schmuckstück nur von mir gibt. Und zwar weltweit nur von mir und nur mit diesem Bild. Das ist wirklich ganz wichtig. Das ist etwas, was ich persönlich für euch habe, wie alles, was hier übrigens steht, habe fertigen lassen. Ja. Ja, das ist nicht zugekauft, gemacht und getan. Das ist speziell für euch gefertigt. Und wir müssen auch noch mal kurz erwähnen, dass es wirklich nur noch limitierte Stücke sind. Es ist keine neue Produktion geplant. Die Marienenergien haben ihre Träger bis jetzt schon einige erreicht. Du hast viele Feedbacks auch von deinen Klientinnen und Klienten immer wieder auch bekommen. Aber es sind jetzt wirklich nur noch stark reduzierte Artikel nur noch da, die natürlich auch nicht mehr so vielseitig jetzt auch rausgegeben werden können. Richtig, es ist im Moment die Energie der Zeit. Es wird auch Neues kommen, aber im Moment schließt sich doch so ein bisschen ein Kreis. Mhm. Also das sollte man noch nutzen, auf jeden Fall. Ja, und diesen Preis können Sie jetzt noch nutzen mit der MA0400 in Goldfarben für 88 Euro. Das Mutter-Maria-Schutzamulett Goldfarben. Oder wenn Sie sagen, nee, ich bin eher der Silbertyp, dann möchten Sie sehr gerne auch, können Sie in Silber eintauchen mit der MA0500. Dann auch in Silber und natürlich auch für 88 Euro. Ein toller Preis für tolle Energien, die sie sich natürlich wunderbar jetzt einfach mal mit sichern können, wo sie sagen können, ja, das ist das, was ich brauche, das ist das, was ich möchte. Ich möchte wieder mit in diese Selbstliebe kommen, ich möchte wieder in den Schutz kommen, ich möchte mich von diesen Knoten einfach mal lösen, die mich wirklich momentan belasten. Dann können Sie gerne jetzt bestellen 0800 09 00 270, gebührenfrei anrufen und einfach Ihre Möglichkeit jetzt noch nutzen. Ja, aber du wärst natürlich nicht Sabine Lorenz, wenn du nicht für die Zuschauerinnen und Zuschauer auch noch was ganz Besonderes vorbereitet hast. Und da gehen wir jetzt nämlich einfach auch gerne mal drauf. Wir haben Setpreise. Das heißt, sie haben Ersparnisse von über 31,95 Euro in jedem Set mit dabei. Und auch hier dürfen Sie wieder ganz individuell wählen, ob Silber oder ob Gold. Das geben wir Ihnen natürlich auch an. Wir haben ein Set, die Knotenlöserkerze mit der Marienkugel. Diese gibt es auch nur im Set, hast du gesagt. Ja. Und das Marienamulett in Silber, wo Sie natürlich auch nochmal diese Möglichkeit haben, sich dieses ganz exklusive Set gerne auch hier noch einmal abzuholen. Für 155 Euro ist der Setpreis mit allen Energien natürlich auch enthalten und auch diese Möglichkeiten, die Sie sehr gerne hier und jetzt einfach nochmal nutzen können. MA0800, jetzt haben wir ein Amulett, wir haben eine Kerze, jetzt kriege ich noch eine Kugel nach Hause. Was bringt mir denn das jetzt eigentlich? Ja, die Kugel sind ja sehr symbolisch für mich und die Kugel heißt für dich, du kannst sie natürlich auch hier in die Hand nehmen. Du kannst auch gerne einen Familiennamen unten drunter legen. Für die Person, wo du einfach die Mariengebete dauerhaft haben möchtest, kannst du ein Zettelchen unten drunter oder ein Foto einfach drunter legen. Vielleicht möchtest du ja für jemand beten. Vielleicht braucht ja jemand dein Gebet. Und dann kannst du gezielt auch nochmal mit der Kugel arbeiten. Und ich selber liebe ja Kugeln, wie ihr wisst. Und die Kugeln ist zwar damals, als ich mit der ersten Kugel angefangen habe, für mich dieser große Wunsch, die an euch weiterzugeben. Und wenn wir sehen, wie wunderbar die leuchtet, das ist unglaublich von der Energie. Wenn wir sie jetzt einfach auch eingeblendet sehen, einfach traumhaft schön. Und unabhängig von der Energie, mal ganz ehrlich, das ist so ein bisschen Kindheit, das ist so ein bisschen Murmeln, das ist so ein bisschen Spielen auch, ne? Und es ist auch beruhigend, glaube ich, oder? Es wirkt natürlich auch auf Raumenergien, hast du gesagt, ne? Also wenn ich sie auch in meinen Wohnraum stelle, gerade jetzt, wenn wir mal dran denken, Weihnachtsfeiertage, Festtage, Geburtstage, was alles eigentlich so jetzt in der nächsten Zeit bevorsteht. Und wie oft ist es so? Man hat Angst davor, Familie streitet sich, da sind wieder die Probleme da, da sind wieder die Schwierigkeiten da.
Mit der Marienkugel bringe ich Harmonie in die Räume. Frieden. Harmonie, Leichtigkeit und Wärme. Ganz viel Wärme wieder. Ja, und das ist wirklich ein wunderschönes Set, was Sie hier ganz individuell zusammengestellt bekommen. Sie können wählen, ob Sie es in Silberfarben haben möchten, das Amulett, oder ob es doch lieber wieder in Goldfarben zu Ihnen kommt. Mit einer Ersparnis von 31,95 Euro, das heißt fast 32 Euro. Wenn Sie jetzt jedes Produkt einzeln bestellen wollen, überlegen Sie mal nicht, ob Sie lieber das Set nutzen wollen. Aber wir müssen eins sagen, die Kugel gibt es ja nicht einzeln. Nein, die gibt es nicht. Die gibt es ganz individuell nur im Set für Sie mit der MA0800, das Set Knotenlöserkerze, Marienkugel und das Marienamulett. Natürlich für 155 Euro. Und auch hier können Sie wieder ganz individuell wählen. Wenn Sie es in Silber haben wollen, wie Sie es jetzt gerade eingeblendet sehen, mit der MA0800 können Sie bestellen. Oder Sie möchten lieber das Set in Goldfarben bekommen, dann können Sie das natürlich auch gerne bestellen in der MA0900 für 155 Euro. Sabine, jetzt machen wir mal eins. Ich kriege das Paket nach Hause. Mit was fange ich eigentlich an als erstes? Weiß ich gar nicht so genau. Ich glaube, das kommt darauf an, was du als erstes in der Hand haben wirst, okay, was du fühlst, ja, was du als erstes auspackst. Das heißt natürlich, ich gehe mal stark davon aus, dass ihr euch vielleicht auch so einen kleinen besonderen Ort gestalten möchtet, was ich super anbieten möchte. Das heißt, ihr könntet, nicht, wenn du das Bild hast, mach dir doch einfach deine Ecke, mach dir doch deine Mariennische vielleicht auch, wo du sagst, okay, hier stelle ich mein Bild hin, hier stelle ich die Kugel hin, hier stelle ich die Kerze hin. Vielleicht so ein Ort, wo du sagst, okay, ich möchte zur Ruhe kommen, ich möchte vielleicht auch abschalten, ich möchte hier eine ganz bestimmte Ecke für mich haben. Das wäre eine Möglichkeit für dich. Vielleicht möchtest du es auch verteilen, vielleicht möchtest du das Bild vielleicht am Schlafzimmer tun, um da zur Ruhe zu kommen, um schlafen zu können. Vielleicht auch die Kugel dann im Wohnraum verteilen, weil du sagst, okay, hier strahlt es dann in alle Räume, Wohnzimmer, Schlafzimmer, Esszimmer, wo du sagst, okay, du möchtest, da kommen vielleicht mehr Menschen auch noch zusammen. Also muss jeder selber schauen, was er damit macht. Aber vielleicht auch, wie gesagt, die Ecke zu sagen, ich mache meine Marienecke und gestalte es da. Aber Angst haben vor der Energie muss ich nicht, oder? Es tut ja einfach nur gut, nee. Es schenkt uns Frieden, es schenkt uns Harmonie und es löst ja eigentlich auch die Ängste und die Sorgen, die wir in unserem Leben haben. Genau, Zweifel, und auch die Zweifel. Denn vieles, was wir haben, gerade dieses Grübeln, wenn ich grüble und Angst habe um die Kinder, um die Enkel, um die Schwester, also viele machen sich ja Sorgen um Menschen, mit denen geht sie eigentlich das Leben gar nichts an. Ich bin da immer fasziniert. Und wenn ich mir die jetzt also alle ins Energiefeld ziehe und mir Gedanken mache, Dinge, die ich gar nicht beeinflussen kann, dann habe ich ja so einen Kopf und komme nicht mehr zur Ruhe und ich kriege mir selber mein Leben gar nicht mehr auf die Reihe, weil ich die Zeit auch schon gar nicht mehr habe. Und wenn ich aber das Amulett trage und die Energien bei mir habe, werde ich auch wieder klarer. Ich fange wieder an. Erstens kannst du das für die anderen Menschen, die kannst du dann schön an Mutter Maria abgeben. Kümmere dich um den Bruder, die Schwester, wen auch immer. Bitte sie. Du hast ja den Text jetzt auch noch. Kannst also gerne für die anderen auch nett hier die Gebete sprechen. Und du wirst klarer. Und das heißt, wenn du klar bist, kommst du auch wieder zur Ruhe. Und du kriegst dein eigenes Leben auch mal wieder auf die Reihe. Ja, und das Schöne ist eben auch, wichtig, auch wenn die Kerze mal abgebrannt ist nach 56 Stunden Brenndauer, was natürlich sehr, sehr lange dauert, 69 sind sogar, genau, 69 ganz Stunden lange Brenndauer, wollte ich gerade sagen, haben wir ja trotzdem noch die Kugel, wir haben das Amulett. Ich stelle mir das jetzt gerade vor, ich bekomme das Paket nach Hause, zünd mir die Kerze an, leg mein Amulett um, nimm die Kugel in die Hand und fange an mit den Gebeten. Ja, da bekomme ich eine Energie, man kommt eine Power wieder hinein, ja, man fühlt einfach diese Verbundenheit auch wieder. Du fühlst, ne, es. Aber es wird auch sein, dass vielleicht das eine oder andere Tränchen fließt. Das wollen wir mal auch haben. Ja? Wir wollen, dass diese angestauten Emotionen ins Fließen kommen. Und dann kann es sein, dass du wirklich auch mal weinst oder ein Gefühl hast, wo was ganz Altes hochkommt. Aber Tränen sind natürlich sehr befreiend und das wäre auch zu wünschen. Und das ist auch ganz wichtig, weil alles, was man unterdrückt, fängt sich an, als eine Blockade zu entwickeln. Ja? Genau, und wir müssen es rauslassen, richtig. Ja. Wenn Tränen fließen, lassen Sie sie fließen, lassen Sie sie raus, lassen Sie die Energien heraus. Und wir machen jetzt einfach mal eins. Sie genießen jetzt nochmal diese tollen Produkte, nehmen diese Energie einfach mal für sich mit wahr.
geben Ihnen eine kurze Zeit für eine kleine Einwählpause mit der MA0800 für 155 Euro. Unser Set Knotenlöserkerze, Marienkugel und Marienamulett. Und bestellen können Sie unter der 0800 9900 270. Und Sie genießen die Energie der Marienenergie. Wollen Sie sich von Ihren Knoten befreien, von Ihren Blockaden, von Ihren Zweifeln, aber vielleicht auch wirklich mal von Ihren Ängsten? Und möchten Sie einfach mal die Energie von Mutter Maria dafür nutzen, dann können Sie jetzt glücklich leben, nämlich mit Sabine Lorenz und ihrem wunderbaren Shop, der heute wieder hier für Sie auf Sendung ist. Und wir sind schon in einem ganz, ganz spannenden Set drinne. Und wir müssen es noch mal ganz kurz erwähnen, zu jeder Bestellung, die Sie heute einfach mal aufgeben, bekommen Sie ein Geschenk von Sabine obendrauf, weil das hat wirklich noch mal richtig Energie in sich. Ne? Ja, genau. Und es wird am 31.10. auch noch mal wirklich an Halloween aktiviert für und energetisiert für jeden, der Glück hat, einen Teil von diesem Set nach Hause zu bekommen bei seiner Bestellung. Genau. Und es wird ganz individuell erwählt. Sie können jetzt nicht sagen, das möchte ich, sondern das entscheidet die geistige Welt. Letztendlich das, was Ihre Energie Ihnen gibt, das, was für Sie gerade einmal wichtig ist. Es können 3 Armbänder im Paket für Sie drinne liegen. Hier geht es dann wirklich um aktiv werden. Das geht um die Handchakren, dass Sie wirklich so ein bisschen die Aktivität bekommen. Sie sehen aber auch, es gibt Ohrringe im Set. Die können natürlich auch für Sie sein. Dann geht es um das Zuhören, Hinhören. Oder Sie bekommen dieses wunderschöne Amulett zu jeder Bestellung mit gerne obendrauf. Hier geht es um die Kehlkopfbereich, um den Herzbereich, um Kommunikation, Herzensöffnung, aber natürlich auch wieder so ein bisschen mit der Ahnung Energie auch wieder verbunden zu sein. Meine Ahnen sind ja auch ein bisschen meine Begleiter, oder? Ja, das kann ein unglaubliches Potenzial sein, wenn du die Kraft der Ahnen hast, wenn du da die Energie ziehst. Muss ja nicht immer dein Blocker sein, sondern wirklich die Kraft und Stärke der Ahnen haben wir auch. Die sollen wir uns auch abholen damit. Und das bekommen Sie dazu.
zu jeder Bestellung ein Geschenk von der geistigen Welt dazu, individuell für Sie entschieden. Und das können Sie natürlich hier jetzt gerade nicht bestellen, sondern das können Sie einfach bei jeder Bestellung in Ihrem Paket finden und sich gerne diese Möglichkeiten abholen. Wir sind aber gerade in diesem wunderschönen Set dabei mit der MA090, das Set Knotenlöserkerze, Marienkugel und Marienamulett, Paraffinkerze mit Hochglanzdruck für 39,95 €, Edelstahlamulett Goldfarben für 88 €. Die Kugel ist hier im Set enthalten für 59 €. Ja, da wären es eigentlich ein Preis von 186,95 €, aber nicht bei Sabine Lorenz, sondern hier gibt es einen ganz kleinen Preis für Sie von 155 € für ein wunderschönes energetisches Lösungsset, so würde ich es einfach mal beschreiben. Ein Arbeitsset, ja. Weil viele Menschen sagen ja immer, naja komm, ich gebe das jetzt ab und die machen das schon. Aber am besten ist es ja wirklich, wenn ich es selbst mache, wenn ich mich selbst ein bisschen in den Vordergrund stelle und wirklich auch für mich mal arbeite. Genau, dass man hier jeder für sich zur Ruhe kommt, seine Themen auch nochmal anschaut und einfach mal abgibt. Mhm. Man muss ja auch gar nicht wissen, was ist es für ein Thema, sondern man kann es ja einfach mal machen. Und dann wird man in diesen 27 Tagen merken, dass vielleicht auch, wie gesagt, diese ganzen Themen nochmal hochkommen. Vielleicht fällt ja auch nochmal eine Geschichte aus der Vergangenheit ein, vielleicht fällt ja auch eine Person ein, ganz, ganz unterschiedlich. Und dann weißt du, dass du es abgeschlossen hast. Vielleicht träumst du auch von jemand nochmal und du weißt, du hast es damit abgeschlossen und der Frieden ist hergestellt. Ja, und ich glaube, wenn wir jetzt mal wirklich so alle Emotionen durchgehen, die jeder Mensch erlebt. Wir erleben Trauer, wir erleben Traurigkeit, wir erleben Enttäuschung, wir haben Wut in uns, die vielleicht aufgrund von Trennungen entstanden sind. Wir haben Familienbelastungen da. Ja, es gibt ja nicht nur die körperliche Gewalt, es gibt die psychische Gewalt, die natürlich ganz stark in unser emotionales System auch mit reinwirkt. Ja, vor allem haben wir ganz arg das Thema Missbrauch. Ja. Egal in welcher Form, wo andere Menschen uns für irgendwelche Zwecke benutzt haben. Also Missbrauch auf allen Ebenen ist ein großes Thema, ob jetzt über wirklich die sexuelle Geschichte oder wirklich auch über die Psyche, über Ausnutzen, über Geldthemen oder dass man andere immer die Verantwortung rüberschiebt, die Schuldthemen hinschiebt. Missbrauch auf allen Ebenen, das ist das Thema. Und das in der Familie aufzulösen, also das haben wir bestimmt in jeder Familie in irgendeiner Form versteckt. Das können wir damit klären. Ja, und es geht ja auch letztendlich nicht nur um die jetzige Familie, sondern es geht um die frühere Phase, wo man gar nicht mehr weiß. Manche Familien sind über 1000 Jahre alt oder wo der Familienbaum sich so lange hinzieht, aber man überhaupt keine Informationen mehr hat. Wie oft gibt es das? Man hat im jetzigen Leben finanzielle Probleme, weil man im früheren Vergangenheiten Ahnen hatte, die irgendwie Geld manipuliert haben. Ja, und wir haben vor allem in den Ahnenreihen, wir haben das Thema Vertreibung, Verfolgung, Enteignung, Vergangenheit, ganz, ganz oft. Wir haben den Verlust eines Sohnes, der im Krieg gefallen ist. In dem Zusammenhang gerade bietet sich ja Halloween an. Alles, was verstorbene Kinder ist, alles, was hier erdgebunden ist. Diese Themen zu klären, auch wirklich gezielt mit den Gebeten, hier den Frieden zu machen. Wer schwirrt da noch rum? Wer ist da nicht erlöst? Wer blockiert dir dein Leben? Und wir müssen es nicht wissen, aber alles, was du über dein Blut, über deine Genetik an Flüchen, Verwünschungen und an Mustern übernommen hast, dafür gibt es sowohl die Kerze als auch die Ikone und natürlich die Gebete, die speziell hierfür jetzt für euch auch nochmal wirklich kommuniziert sind, dass ihr selber arbeiten könnt. Und jetzt müssen wir es wirklich mal sagen, leichter könnte es eigentlich wirklich nicht sein. Ja? Ich stell mir, komm daheim, mein Paket ist da, mach es auf, stell mir die Kerze hin, zünd sie an, leg mir mein Amulett um, nimm meine Kugel aktuell in dem Set jetzt einfach in die Hand und sprech das Gebet aus. Richtig, genau. Und das Schöne ist vor allem, ich weiß ja, dass ganz, ganz viele selber beten und sich mit Mutter Maria verbinden. Aber es ist ganz oft so, dass man sich auf der einen Seite wünscht, dass was passiert und auf der anderen Seite aber so in dem Gefühl drin ist, mir hilft eh keiner. Mhm. Ich kann es ja eh nicht. Ich kann es ja eh nicht selber. Und in dem Moment, wo du das Set hast, verbindest du dich mit der Energie und so ein klitzekleines bisschen auch mit meiner Energie und mit meinen Texten klappt es dann für euch selber. Ganz wichtig, ihr könnt das selber. Natürlich kann man sich beraten lassen, mal schauen, was steckt denn hinter dem Familienthema wirklich. Und da helfe ich dir auch gerne. Aber hier für den Hausgebrauch, sich selbst zu helfen, das ist eine große Chance. Ihr habt es euch so gewünscht und ich habe mich wirklich hingestellt und habe sie getippt für euch, dass ihr sie auch habt. Wie sind die Gebete zu dir gekommen? Ich habe lange gesucht. Okay. Ich habe
Also ich selber hatte auf der Ahnenreihe einen Familienfluch, den ich nicht weggekriegt habe. Ja. Das ist der Ursprung. Ja. Dann habe ich festgestellt, dass Schamanen diese Jakobsleiterflüche auflösen. Das Dumme ist nur, wenn du über Rituale arbeitest, ein Fluch ist ja auch ein Ritual im Grunde genommen. So, das heißt, dann hast du ein Ritual auf dem Ritual und nochmal eins obendrauf. Es löst sich nichts auf, es wird immer schwärzer und dicker und magischer, aber es ist nicht weg. Also, da ich ja selber sowieso immer über den Schöpfer von allem, was ist, über Gott auflöse, bin ich dann zufällig, wie das so ist. Es gibt keine Zufälle, sage ich ja immer wieder. Genau, bin ich dann speziell über die Knotenlösung gekommen, um da festzustellen, dass das Jakobsleiterflöche auflöst. Da haben wir sie, die, ja. Und ich gehe jedes Gebet, das ist ja auch eigentlich ganz easy erklärt, ganz einfach erklärt. Ein Tag, ein Gebet. Erster Tag spreche ich dieses Gebet. Am Ende steht noch, jeweils am Schluss zu ein beten. Das heißt, das mache ich nach jedem Tag? Oder ich würde es nach jedem Tag machen, okay, ganz ehrlich. Dann hast du für dich auch hier dein Ritual, einen Abschluss. Du hast was für dich gemacht, weißt auch, dass du was gemacht hast. Das gibt dir natürlich noch mal eine ganz andere Kraft und Stärke, weil du sagst, ich habe jetzt was getan. Und man merkt auch durch die Texte, dass sich hier noch mal was auflöst. Ich habe ja eine Zeit lang auch vielen Menschen die Texte immer vorgelesen und vorgebeten. Und dann ist was passiert, so von den Energien. Das und wir machen jetzt mal eins. Ich möchte Ihnen einfach mal diese Energie kurz preisgeben. Sie verbinden sich jetzt mit der Mutter Marienkugel. Sabine geht auch in ihre Ruhe, verbindet sich auch mit dieser Energie. Wir fangen einfach mal mit dem ersten Teil vom ersten Tag gerne mal an. Und Sie genießen einfach mal dieses Gebet, was vielleicht Ihnen jetzt wirklich auch ein bisschen helfen kann. Heilige, geliebte Mutter, du ganze heilige Maria, die du die Knoten löst, die deine Kinder ersticken, reiche mir deine barmherzigen Hände. Ich übergebe dir heute diesen Knoten mit all seinen negativen Folgen für mein Leben. Ich gebe dir diesen Knoten, der mich bedrängt, mich unglücklich macht und mich so sehr hindert, mich mit dir und deinem Sohn Jesus, meinem Retter, zu vereinen. Ich nehme meine Zuflucht zu dir, Maria, Knotenlöserin, denn ich habe Vertrauen zu dir und weiß, dass du niemals ein Sünderkind abgewiesen hast, das dich um Hilfe anrief. Ich glaube daran, dass du diesen Knoten lösen kannst, denn Jesus schenkt dir alle Macht dazu. Ich vertraue darauf, dass du bereit bist, diesen Knoten zu lösen. Du bist ja meine Mutter. Ich weiß, dass du es tun wirst, denn du liebst mich mit der Liebe Gottes selbst. Danke, meine geliebte Mutter, Maria, Knotenlöserin. Bitte für mich. Wer ein Gnadengeschenk sucht, findet es in den Händen Mariens. Da kriege ich richtig eine Gänsehaut, wenn ich diese Worte lese. Ne? Das ist so eine hohe Energie, die schon alleine in den Worten drinnen stecken. Und man muss sagen, das gibt es das erste Mal jetzt dazu, diese Gebete. Ja? Also wenn Sie wirklich sagen, jetzt wollen Sie arbeiten, jetzt möchten Sie etwas lösen, jetzt möchten Sie aus diesen alten Energien einfach mal rausgehen, sich wirklich erlauben, etwas Neues anzunehmen, dann nehmen Sie diese Gebete im Set mit hinzu. Diese Gebete sind eigentlich wirklich unbezahlbar, aber sie gibt sie Ihnen. Sie gibt sie Ihnen dazu. Die Mutter Maria, die Knotenlöserin, Erlösung von Ahnenkarma, Reinigung von Haus und Aura. MA0900 ist der Artikelcode für das Set, 155 Euro. Wenn Sie es lieber in Silberfarben bestellen wollen, dann mit der MA0800 in Silberfarben und auch für 155 Euro. Und das Schöne ist ja auch, auch wenn ich vielleicht merke, meiner Familie geht es nicht gut, meiner Belastung geht es nicht gut, Personen, die ich lieb habe, die haben Probleme, kann ich natürlich einfach ein Foto auf die Kugel stellen. Oder ich sage,
ich gebe ihr ein Amulett mit, aber die Energie bleibt ja trotzdem bei mir, denn ich habe ja die Kerze oder die Kugel. Und was ich auch so schön fand, übrigens jetzt gerade vom Text her, es ist dieses Thema Vertrauen. Ich kann wieder vertrauen. Ich habe ganz oft, dass ich gesagt kriege, ich habe was aufgelöst und dann sagt man sie mir, ja, dann hoffen wir mal, dass sich was tut. Und ich denke immer, oh. Das ist ein Fehler. Dieses Hoffen ist immer so, naja, ich weiß nicht. Aber zu sagen hier vom Text her, ich vertraue darauf, dass du mir hilfst. Ich traue mich, ich vertraue dir. Das ist eine ganz andere Energie. Und abgesehen davon, ich weiß nicht, ob du das merkst, es ist der Hammer, was wir hier gerade an Energie haben. Hier ist ein richtiges Energiefeld entstanden. Durch das Lesen, es ist hier so, also fühlbar heftig gerade, ja. Und das ist für Sie, vielleicht für alle, die gerade das zugeschaltet haben, wir sind hier in der Marienenergie. Letztendlich, wie bist du zu dieser Ikone gekommen? Wurdest du geführt? Hat sie dich... Ist sie dir als Geschenk entgegengebracht worden? Wie hast du es für dich empfunden? Also der Hintergrund war ja eigentlich, dass ich ein Kreuz gesucht habe. Ich habe ein Kreuz designt und ich habe lange geknobt, wie soll denn eigentlich mein Kreuz aussehen? Und dann wurde mir gesagt, du fährst jetzt in die Kirche und da findest du das Kreuz. Dann habe ich aber nicht nur, das Kreuz gefunden, sondern habe ich die Ikone gefunden. So ergab sich das. Also ich wusste gezielt, ich muss da hin und da war sie. Und dann habe ich natürlich das Bild gleich für alle mitgenommen. Aber auch mit der klaren Botschaft, und diese Botschaft habe ich schon viele Jahre, dass ich da bin, Menschen zu helfen, sie zu reinigen, um die auf den richtigen Weg zu setzen. Und das können wir hiermit. Und, was ich auch wichtig finde, es ist eine Energie, die zu uns Menschen auch gehört und passt. Auch zu unserem Kulturkreis gehört und passt. Es ist jetzt nicht etwas, wo wir vielleicht gar keinen Bezug dazu haben oder was Exotisches, wo wir natürlich in der Esoterik suchen sind, weil wir auch hier wieder unser Zuhause auch im Glauben verloren haben. Und den Glauben und natürlich deine Spiritualität stellt das natürlich auch her mit der Verbindung. Und letztendlich, es ist auch so, es ist eine limitierte Auflage. Das heißt, es sind nicht mehr viele da. Es ist wirklich für nur auserwählte Personen bestimmt. Und man muss vielleicht sich auch wirklich mal bereit machen, seinen Problemen einfach mal ein bisschen den Kampf anzusagen, oder? Ja, und das heißt natürlich, limitiert heißt in dem Fall wirklich, es gibt nicht mehr viel und das heißt für euch auch, es ist was Besonderes und so soll es auch bleiben. Und vielleicht übrigens nicht nur von der Energiearbeit, vielleicht sammelt ja auch der eine oder andere Mariensachen. Gibt es ja auch viele Menschen, die wirklich viele Marienbilder, ob Schmuck, ob was auch immer zu Hause haben. Es ist limitiert und du wirst es nur bei mir bekommen und das ist wieder etwas Besonderes. Also... Ja, also warten Sie nicht so lange, zögern Sie jetzt mal nicht, sondern stellen Sie sich mal Ihren Herausforderungen. Ja? Auch wenn Sie vielleicht sagen, ach, das Hindernis ist gar nicht so schlimm, aber es wächst und wächst und wächst. Die Probleme wachsen in unserem Leben und jetzt kann man einfach mal etwas dagegen tun. Jetzt kann man einfach mal etwas für Sie tun. MA0800, das Set Knotenlöserkerze, Marienkugel und Marienamulett. Eine Paraffinkerze mit Hochglanzdruck von 69 Stunden Brenndauer, das Edelstahl-Amulett Silberfarben für 88 Euro und eben auch nur im Set enthalten, die Kugel mit der Knotenlöserin Maria und natürlich in jedem Set ganz neu dabei die Mutter Maria Gebete, die Ahnen und Karma-Auflösungen für jeden einzelnen Tag und das Ganze 27 Tage. Und selbst nach 27 Tagen ist meine Kerze noch nicht abgebrannt. Ne? Wenn ich das eigentlich wirklich immer nur zu den Gebeten anzünde. So und ich kann es ja immer wieder machen letztendlich. Richtig, ja? Du kannst immer wieder von vorne anfangen. Das heißt, du könntest es theoretisch alle 4 Wochen immer wieder neu starten für dich. Einfach um so eine Sicherheit zu haben. Vielleicht wird es auch eine schöne Gewohnheit für dich, jeden Tag zur Ruhe zu kommen und dir einfach die Zeit mal für dich zu nehmen und dich dann natürlich noch mit dieser Energie zu verbinden, die doch wirklich sehr, sehr mächtig ist. Ja, und vielleicht merken Sie es einfach auch schon, was sich jetzt nur getan hat, wo wir dieses erste Gebet einmal gesprochen haben. Ja, du bist in so eine richtige Entspanntheit gerade wieder gekommen, in so eine Ruhe auch gekommen. Ja. Und da du natürlich auch gerade dein eigenes Amulett noch trägst, arbeitet das natürlich jetzt auch für dich. Ne? Es wirkt, vor allem
ist ja auch so, wenn wir natürlich das Amulett tragen und die Gebete sprechen, laden wir das ja auch noch auf. Das wollen wir mal nicht vergessen. Ich lade es ja jedes Mal auf. Du lädst jedes Mal die Kugel auf und du lädst jedes Mal das Schmuckstück wieder auf. Und das heißt, es wird ja immer stärker und mächtiger auch. So, und das heißt natürlich auf der anderen Seite auch, wir lösen ja nicht nur auf, sondern wenn du dieses Schutzamulett hast und aufgeladen hast und die Kugel aufgeladen, dann werden sich natürlich logischerweise auch deine Wünsche, Ziele und Träume viel, viel schneller erfüllen, weil beten heißt natürlich auch bitten und dann kannst du natürlich auch um Dinge bitten und das hast du ja auch. Wir lösen ja nicht nur, sondern wir bekommen ja auch etwas, also danken und bitten gehört ja hier auch nochmal zusammen. Ja, und es ist nicht nur wichtig zu sagen, wenn ich etwas auflöse, entsteht ja auch irgendwo ein gewisser Freiraum auch irgendwo. Und der wird dann wieder mit der Mutter Marienenergie gefüllt. Ich habe einen ständigen Begleiter, ein Amulett, das kann mich 24 Stunden am Tag eigentlich begleiten. Vielleicht lege ich es mal kurz zum Duschen ab oder beim Schlafen. Ja. Aber da habe ich die Kugel, die kann ich wieder neben meinem Bett zum Beispiel stellen. Tu vielleicht auch drumherum die Kette legen, dann lädt sich alles ineinander auf. Ja, und das heißt natürlich, wenn du diesen Schutz bei dir hast, dann weißt du natürlich auch, dass du ganz gezielt ganz ruhig schlafen kannst. Weil du kannst vielleicht auch, vielleicht möchtest du auch abends, wenn du ins Bett gehst, den Tag reflektieren. Du möchtest vielleicht auch die eine oder andere Sorge abgeben. Und dann kannst du das der Kugel sagen. Im Übrigen, es ist nicht immer so, dass man sagt, Marienenergie oder Jesus Christus Energie ist jetzt mit Kirche verbunden. Das, was wir hier machen, ist rein energetisch. Und für mich hat es jetzt mit der Institution erstmal gar nichts zu tun. Und das heißt für euch, es kann auch jeder damit arbeiten, der mit Kirche nichts am Hut hat. Muss ja, man es auch gibt mal ja sagen, auch viele, ja? die gar nicht kirchlich heutzutage mehr sind oder frei religionsmäßig richtig, sind. Ja? Genau. Man muss jetzt nicht jeden Tag sein Vater Unser oder sein Mutter Ave Maria singen und beten, ja? sondern wir verbinden uns mit Energien. Das ist es doch letztendlich, worum es genau. geht. Genau, deswegen. Also du bist nicht mit der Kirche verbunden, sondern bist mit dieser Marienenergie verbunden und um die geht es. Genau, und von dieser Marienenergie können Sie profitieren. Ich habe gerade noch eine ganz spannende Frage offen. Wo merke ich denn am besten, dass meine Kugel für mich wirkt? Wenn ich sie jetzt in meiner Wohnung stelle, gibt es ja bestimmt auch Räume, die vielleicht dann mal energetisiert sind. Man merkt es natürlich auch immer durch Kühle, ne? auch so ein bisschen, wenn ein Raum nicht richtig warm wird, von Energie her. Ja, wobei man auch sagen muss, es kann auch sein, dass die Marienkugel auch von der Energie auch erstmal kühl wird. Das haben wir nämlich, das haben wir hier nämlich ein Stück weit eben auch gehabt. Das ist, wenn ganz viel Energie sich freisetzt, dann kann es sich auch erstmal im Moment kühl anfühlen und wandelt dann den Raum und dann merkt man, es wird plötzlich ganz doll warm. Muss jeder ausprobieren für sich. Ich würde sie dahin stellen, wo du sagst, im Zentrum, dass du sagst, Wohnzimmer am besten, wo einfach auch einfach da, wo Kommunikation auch stattfindet. Wenn du sagst, okay, bei uns in der Familie, das ist immer der Esstisch, dann würde ich sie vielleicht gucken, ob ich auf der Küche einen schönen Platz finde. Aber füll mal nicht rein, vielleicht möchtest du ab und zu auch mal wechseln. Ne? Vielleicht möchtest du die gar nicht immer an einem Ort stehen haben. Aber sie strahlt ja auch, oder? Sie strahlt durch das komplette Wohnraum, durch unsere häusliche Ebene. Überall da, wo eigentlich Energien von uns sind, wirkt auch die Mutter Marienenergie. Genau, und sie wirkt auch im Übrigen bei einem Haus von oben bis unten. Also es ist jetzt nicht so. Hast du nicht auf Quadratmeter begrenzt oder so? Nee, habe ich nicht. Ah, okay. habe ich nicht. Aber ich weiß ja, manche Menschen kommen mir doch auf sehr interessante Ideen. Also egal, vom Keller bis zum Dach ist die Energie verteilt und dann nicht nur in einem Raum und nicht in einem Stockwerk. Und das ist, glaube ich, auch gerade mal wirklich wichtig zu sagen, ja, wirklich auch mal mit Energie verbunden zu sein, genau. Energien anzunehmen, Energien zu spüren, beziehungsweise einfach auch wirklich mal Energien zu fühlen, einfach auch in mir mich geborgen zu fühlen. Ja? Wie oft geht man durch die Welt, wenn wir mal jetzt so die ganzen Lebenssituationen betrachten, die ganzen Terroranschläge, diese ganzen Chaos-Themen. Die ganze Welt dreht sich ja eigentlich wirklich nur noch um Machtkampf, um Krieg. Gut, wir vielleicht zu Hause kriegen es jetzt noch nicht mit, aber trotzdem entwickeln wir ja in uns innen auch Sorgen oder auch Ängste. Ja, wir kriegen es, natürlich kriegen wir es insofern auch mit, wenn wir jetzt auch Kinder haben, die in Schule gehen oder so. Ich meine, die bringen ja auch Energien nach Hause oder vom Arbeitsplatz bringen ja auch der Partner oder man selber auch. Man bringt ja vom Arbeitsplatz Energien nach Hause, mein lieber Schwan. Also gerade auch Menschen, die jetzt, wir haben ja fast alle auch mit vielen anderen Menschen zu tun, ob ich jetzt im Verkauf bin, ob ich in der Altenpflege bin, ob ich in der Schule bin. Ich habe ja immer andere Menschen um mich rum. Und das heißt, wenn ich deren Stress
Ärger, Zorn auch noch aufnehme, und natürlich machen wir das, weil wir natürlich in unserem Energiefeld auch unseren emotionalen Körper haben, und das sind die Gefühle. Das heißt, wenn ich diesen Ballast von anderen auch mal loswerden möchte und ich weiß, ich habe hier meine Marienenergie zu Hause, weiß ich, dass ich das wieder wegbekomme und habe nicht das auch noch bei mir zu Hause im Wohnzimmer stehen. Ganz wichtig. Ja, ich bin nicht mehr belastet. Ich bin geschützt. Ich bin irgendwo auch gereinigt vom alltäglichen Stress. Denn ja, sobald ich vielleicht meine Haustüre aufmache, merke ich sofort, die Energie fließt. Die Energie ist da. Ich bin verbunden. Und ich bin geschützt, weil ich kann ja das Amulett auch jederzeit tragen. Du bist geschützt und vor allem bist du ein Stück weit auch deine Nachbarn los. Das ist ja auch so. Ich mache ja im Moment so viele Hausreinigungen bei uns ja auch auf dem Sender. Und da merke ich, das ist die Nachbarschaft. Oder mir fällt ganz oft auf, wenn ich jetzt, ich scanne ja immer mit den Händen, ihr wisst ja, ich arbeite fast nur mit den Fingerchen, habe ich ganz oft, dass das Haus selber sauber wäre. Aber die Nachbarschaft, die Häuser links und rechts nebendran sind einfach ganz oft gruselig. Und das heißt, wenn ich aber jetzt die Kugel bei mir im Häuschen stehen habe, dann perlen meine Nachbarn um mich rum ab. Also es ist auch ganz, ganz wichtig, du bist in deiner eigenen geschützten, lichtvollen, harmonischen Energie. Ja, und von dieser harmonischen Energie können Sie jetzt ganz einfach mal profitieren, nämlich mit der MH0800, unser Set Knotenlöserkerze, Marienkugel und Marienamulett für 155 Euro, eine Ersparnis vom Normalpreis von über 31,95 Euro und natürlich gerne auch in Silberfarben mit der 0800 oder in Goldfarben mit der MH0900 in Goldfarben und auch hier eine Ersparnis von 31,95 Euro. Zu jeder Bestellung bekommen Sie natürlich noch das Geschenk der geistigen Welt dazu, individuell für Sie erwählt, aus der Ahnenkollektion, die am 31. Oktober, jetzt nächste Woche Mittwoch, aktiviert wird und für Sie in eine ganz besondere hohe Energie natürlich nochmal mit eingeschwungen wird. Unter der 0800 09 00270 können Sie jetzt unsere limitierte Auflage nur noch wenige Stück bestellen und können sich natürlich Ihre Produkte gerne sichern. Wir geben Ihnen eine kurze Zeit zum Einwählen, Ihre Energien jetzt einfach mal erlösen zu lassen und sich von den Knoten zu befreien. Das Ganze hier im Sabine Lorenz Lebe Glücklich Shop. Glücklich Leben Shop.
Jeder von uns kennt das, jeder hat Ängste, jeder hat Sorgen, jeder hat Probleme. Und kurz gesagt, jeder von uns hat Knoten. Und Knoten sind natürlich energetische Blockaden, die unser Leben blockieren. Und dafür gibt es aber energetische Hilfsmittel. Sie können sich Ihr ganz einfaches SOS-Reinigungsset eigentlich mal so nach Hause holen. Richtig. Nicht nur für sich selbst, sondern natürlich auch für alle Menschen und alle Energien. Wir hatten eben noch ein sehr schönes Set mit der Kugel. Aber du hast natürlich auch noch mal wieder was ganz Neues auch irgendwo mitgebracht. Weil viele deiner Klienten gesagt haben, ja, Kugel ist ja schön und gut, aber irgendwo will ich auch das Bild haben. Ne? Ja, es gibt wirklich Menschen, die sagen, ich möchte mir lieber ein Bild auch aufhängen, vielleicht auch wirklich als Hausschutz aufhängen, dass man wo reinkommt, Eingangsbereich kommt, das Bild hier hängt und ich damit auch Energien wirklich fernhalten kann. Und gerade, wir sehen ja auch von der Energie, es ist so mächtig. Und wenn ich dieses Energiebild zu Hause hängen habe, natürlich gibt es ganz, ganz viele Ikonen, aber sie gibt es nicht. Auch definitiv nicht. Das habe ich auch schon recherchiert. Und deswegen freue ich mich so sehr, dass ich sie wirklich, wie gesagt, in dieser Kirche für euch mitgebracht habe. So, und der Hintergrund, wie gesagt, warum wir den Text hier auch haben, sind ja wirklich diese Jakobsleiterflüche. Das sind die Themen, wo du dich im Leben immer wieder fragst, warum habe ich kein Glück in der Liebe? Warum ist mein Geld immer weg? Warum komme ich nicht an? Warum passiert mir das immer? Vielleicht so. Ist mal ganz kurz für die Nicht-Spirituellen, was ist Jakobsleiterfluch? Kann man das vielleicht also auch allgemeiner irgendwie, dass die Menschen das besser verstehen? Familienflüche. Das heißt, alles, wo man sagt, man hat früher einer bestimmten Familie nichts Gutes gewünscht. So, jetzt gehen wir mal in eine ganz andere Zeit zurück und wir gehen vielleicht mal Richtung Österreich, Schweiz, Bayern. Alles, wo man sagt, man hat auch Bauernhöfe. Da kennen interessanterweise die Menschen in den Beratungen das noch eher. Die haben einen anderen Bezug dazu. Da kam jemand, da habe ich oft gehört, da kam jemand vorbei und die Schweine waren tot. Ja? Der Stall hat gebrannt, Existenz verloren. Das heißt, da war was mit der Ernte. Da hat jemand komisch in den Kinderwagen geguckt, mit dem Kind ist was passiert. Also ganz viele, zum Teil so Aberglaubengeschichte, aber zum Teil wirklich Dinge, die passiert sind. Man hatte eine Kräuterfrau, man könnte auch sagen eine Kräuterhexe im Dorf, man hat da mal was machen lassen. Man hat komische Sachen auf dem Grundstück gefunden, solche Dinge. Und das heißt, wenn du sowas in der Ahnenreihe hattest, dann hast du dieses Pech ewig an dir kleben wie Kaugummi. Und wenn du damit arbeitest, kriegst du es endlich los. Das ist das Geheimnis dieser Jakobsleiterflüche. Ja, was ist eine Jakobsleiter? Das ist eine Leiter in den Himmel. Und diese Leiter, an diese Leiter, diese 27 Knoten gebunden, sagt man. Und das heißt, das ist das Pech in der Liebe, das ist der Mann läuft weg, das ist, ich verliere das Geld und ich ziehe 100 Mal um. So. Also 27 Mal der Mist auf allen Ebenen. Ja? Und deswegen machen wir diese 27 Tage Knotenlösung. Diese 3x9 Tage, das sind genau für diese 27 Knoten, wo man sagt, ist das das Zauberwort. Das ist das Gebet zum Auflösen. Was können Knoten sein, Sabine? Vielleicht kannst du es mal mit Emotionen deswegen oder Themen beschreiben. Deswegen habe ich ja gerade gesagt, der Mann läuft immer weg in der ganzen Ahnenreihe. Das heißt, man steht immer ohne Ernährer, Versorger, ohne Partner da. Man verliert immer wieder den Job. Man zieht immer wieder um. Man kommt nicht an. Man verliert immer wieder Freunde. Man ist immer wieder alleine auch. Und irgendwann ist man sehr zermürbt, weil man das Gefühl hat, man läuft und läuft und läuft, aber man tritt auf der Stelle, man kommt nicht an, die Lebenszeit schwindet immer mehr und man sagt, warum tut sich nichts? Ja? Und wie gesagt, ich habe selber das auf mir gehabt, also Jakobsleiterfluch relativ lange. Und wie hat man das gefühlt oder wie hast du dich dabei gefühlt? Kannst du das beschreiben? Also wir haben eine gruselige Familiengeschichte, das ist ein anderes Thema. Ich habe in meiner Ahnenreihe von Mord und Tod, Missbrauch, ich habe alles, was der Markt bietet, habe ich selber in meiner Ahnenreihe. Also war es dir ja nicht nur wichtig für die Menschen, die Produkte irgendwo zu bekommen, sondern ging eigentlich wirklich erstmal als erstes um dich von diesen Energien zu lösen. Ich kann wirklich sagen, jeder, der mit mir arbeitet, kann sich sicher sein, ich habe alles gelebt, was es gibt. Okay. Ja, definitiv. Sonst könnte ich keine Lebensberatung machen. Und mir sind in meiner Ahnenreihe wirklich all diese Dinge, auch Gefängnis oder Kriegsvergangenheit oder Vertreibung, Enteignung, wir haben alles. Wir haben wirklich alles. Ich bin insofern meinen Ahnen dankbar, weil ich wäre nicht heute da, wenn ich das nicht erkannt, geklärt und
hätte und hätte lernen dürfen. Aber ich wollte etwas haben, wo ich für die Menschen schneller arbeiten kann und bin dann zu dieser Marienenergie geführt worden. Richtig, und das muss man sagen, du bist geführt worden. Das ist ein absolutes Geschenk. Es ist ein Geschenk an dich gewesen, weil du einfach dich lösen konntest von diesen Problemen. Aber du bist eben auch jemand, der sagt, ja, reicht ja nicht nur mir. Ich kenne ja die Menschen da draußen. Ich weiß ja, um wen es da draußen einfach geht. Und dafür hast du dieses wirklich SOS-Set gegründet, diese Energien, um wirklich etwas zu verändern. Richtig. Ja? Und was auch ganz wichtig ist, ich muss nicht wissen, wo der Knoten in der Ahnenreihe ist. Viele Menschen sagen auch immer, das muss das und das sein und der hat mich verflucht und ganz oft Schuldzuweisung, wo gar nichts ist, wo wir es einfach nicht wissen, aber unser Kopf irgendetwas kreiert in der Hoffnung, wenn ich das auflöse, ist es weg. Ich muss es nicht wissen. Wir können es gerne über Beratung klären, aber hier muss ich es nicht wissen. Und damit kannst du auflösen. Und deswegen kann es ja auch jeder. Und deswegen kann jeder für sich in eine ganz andere Energie hergehen. Und es kann ja auch wirklich sein, dass die Ahnen selbst auch negative Energien irgendwo mal ausgesendet haben. Ja, und, ne? Und du kriegst es dann wieder ab, weil du es dann auf dreifacher Wirkung zurückkriegst. Genau. Und dann haben wir natürlich den Familiennamen. Wir haben einen Mädchennamen. Wir haben die vielen, vielen Vornamen von irgendwelchen Patentanten, die verstorben sind, keine Kinder hatten. Dann sind wir bei der alten Jungfer, die nie Familie hatten. Wir sind bei der Witwe, ja, haben wir auch. Witwe sein, warum kommt in 15 Jahren kein neuer Partner? Familienkarma. Die Mutter, die immer allein war, die Oma, die mit den Kindern im Krieg saß, der Mann nicht mehr nach Hause kam, die arg gearbeitet hat, nie wahnsinnig, um die Kinder durchzubringen. Und dann wundern wir uns heute, dass die Tochter alleine ist und alleinerziehend ist und wieder allein da sitzt mit den Kindern. Man muss begreifen, dass diese Familienmuster sich immer und immer wieder wiederholen. Und deswegen lösen wir die Wurzeln über die Ahnenreihe auf. Und so wie ich vorhin gesagt habe, dass der Stall ist abgebrannt, die Existenz war weg. Wie viele Menschen haben in der Vergangenheit die Existenz komplett verloren? Ja? Haus in Schutt. Oder denken wir jetzt mal gerade jetzt, was ist denn mit den vielen Unwettern, ne? Wo wir im Moment die Häuser im Schlamm versinken sehen, in den Nachrichten. Es ist ja auch aktuell wieder da, ne? wo wir Sachen verbrennen, wo wie gesagt ein Erdrutsch ist, wo plötzlich der Schlamm das Haus bedeckt, das Dach weggefegt ist. Das ist wieder da. Ja. Und da merken wir, da wiederholen sich ganz viele, viele, viele Dinge. Oder natürlich auch, wie gesagt, diese ganzen Kriegsthemen, in Vergangenheit, wieder da, was ist da nicht erlöst? Und da habt ihr die Möglichkeit, für dich, für die Kinder, die Enkel, alle, die danach kommen, das aufzulösen. Und auch für eure Geschwister. Ja, und ganz, eben auch wirklich ganz wichtig. Als ganz besonderes Set. Es ist ein Set, was einfach mit Energien geprägt ist. Wie spüre ich denn den Schutz von Mutter Maria? Kann man das irgendwie beschreiben, Sabine? Wie nimmst du es denn vielleicht für dich wahr? Also ich merke es, wenn ich vom Energiefeld auch sauber bin, dass ich klarer sehe. Okay. Das Interessante ist, mein Partner sagt auch immer zu mir, wenn ich ihn sauber gemacht habe, oh, ich sehe plötzlich besser. Das ist auffallend. Also wirklich, man sieht klar, man hat diesen Schleier nicht mehr vor Augen, man hat diese Fremdenergien, diese Nebel, nenne ich es jetzt mal, nicht mehr vor sich, man ist klar. So. Und wenn ich klar bin und in meiner Energie bin und zentriert bin, dann stehe ich auch klar da. Und dann wusel ich nicht einmal hier und einmal da und habe vergessen, was ich will. Und das sind übrigens auch die Menschen, die in der Stadt sich 100-mal verfahren und nicht mehr wissen, wo sie hinwollen, ne? Weil man immer Fremdenergien an sich hat. Fahren war mein Stichwort, fällt mir jetzt gerade ein. Ich habe in den letzten 2 Jahren in den Beratungen ganz viele Frauen, die sagen, ich traue mich nicht mehr Auto zu fahren. Ich habe Angst beim Einsteigen ins Auto. Ich weiß nicht, was sich da verändert hat, was da neuerdings alles im Auto sitzt und mitfährt, aber ich merke, hier tut sich was. Und wenn du natürlich auch hier vielleicht einfach die Kette auch an dir hast und dann ins Auto steigst, verändert sich was für dich. Ja, oder das Amulett geschützt. Vielleicht auch über den Spiegel hängen. Wie auch viele das? Tragen das? Rosenkränze oder was auch immer. Haben ganz viele am Spiegel hängen oder tragen auch ganz viele mit bei sich. Ja? Mhm. Das kann man natürlich super, weil es ist ein Amulett, wo ich einfach wirklich sage, es ist kein
Kitsch. Es ist wirklich eine tolle Arbeit. Es ist so, dass die Energien wirklich wirken. Es zeigt sich, wenn es sich zeigen soll. Und das Ganze bekommen Sie als ein ganz tolles, exklusives Set von Sabine Lorenz, um Ihr glückliches Leben wieder richtig zu aktivieren. Für 155 Euro, das ist der Set-Sparpreis. Normalerweise, wenn Sie alle Produkte hier drin haben, und da sind die Gebete gar nicht mit eingerechnet, kriegen Sie das für normalerweise 196,95. Hier haben Sie eine Ersparnis von 41,95 Euro mit der MA0801 oder mit der MA0901 dann in Gold. Da können Sie also auch wieder ganz individuell wählen. Sie können sagen, lieber in Gold oder ob Sie es lieber in Silber mögen. Und natürlich auch hier wieder bei jeder Bestellung bekommen Sie ein Geschenk der geistigen Welt hinzu. Die Ahnenkollektion von Sabine Lorenz, ganz individuell für diesen großen Tag am 31. Oktober, wo diese Energien natürlich auch aktiviert werden, wo Ihr ganz persönliches Geschenk zu Ihnen kommt. Sabine, jetzt haben wir eine Ikone als Bild auch nochmal dabei. Wie gehe ich mit der Ikone um am besten? Ich wollte mal sagen, zu diesem Geschenk, was Sie mitgeben. Dieses Geschenk, dieses Schmuckset wird es nie zum Kaufen geben. Mal ganz wichtig für euch wirklich. Und für unsere Zuschauer, also ganz gezielt, wir werden es nie als Set verkaufen. Also für alle, die hoffen und sagen, ich möchte irgendwann das ganze Set vielleicht haben, es wird es nicht geben. Es gibt es genau nur jetzt hier bei uns und als Geschenk, aber nicht komplett käuflich zu erwerben. Das ist auch ganz wichtig zu sagen. Und es ist auch wirklich sehr schön verarbeitet. Ob Sie die Kette bekommen für Hals- und Herzchakra, für Herzthemen, Kommunikation, ob Sie die Ohrringe bekommen für die Ohrchakren, für Hinhören, vielleicht auch wieder bessere Gespräche natürlich auch irgendwie wieder hinbekommen, weil nur wenn ich hinhöre, kann ich natürlich auch einen besseren Gesprächsverlauf auch irgendwo führen. Ja, und vor allem auch klar zuhören können, dass ich die richtigen Botschaften empfange und nicht vielleicht was ganz anderes höre oder nur die Zwischentöne gar nicht wahrnehme. Das ist auch wichtig. Ja. Oder Sie bekommen die Armbänder, die sind natürlich dann für die Handchakren auch hier wieder 3 Stück. Sie kriegen nicht nur 1, sondern es kommen 3 Stück dann auch wirklich zu jedem nach Hause und da natürlich auch für die Handchakren für Aktivität Kraft, beweisen, Stärke, Kraft beweisen. Wieder was, ne? Dinge auch in die Hand zu nehmen. Ja, super. Also Sie können so viel machen, so viel von diesen Energien jetzt einfach mal profitieren. Jetzt waren wir aber eben bei meiner Frage noch stehen geblieben. Alles gut. Wir waren ja bei der Ikone, genau. Ja. Was, wie gehe ich mit einer Ikone um? Ikone sind ja eigentlich heilige Bilder. Ne? Es sind heilige Bilder. Viele haben ja wirklich auch so, wie ich vorhin gesagt habe, so einen eigenen Raum oder eine Ecke, wie ein Altar, kann man sagen, wo man sich das hinstellt. Und hier solltet ihr vielleicht wirklich gucken, wo hänge ich sie mir hin? Ja, es ist jetzt keine Reiseikone, es ist wirklich gezielt eine zum Aufhängen, wo ich mir einen, ja, die Hausenergie vielleicht auch im Eingangsbereich damit noch mal verändere, fast wie ein Haussegen kann man das auch sehen und gezielt wirklich zu sagen, hier mache ich meinen Raum, hier zeige ich auch vor allem alle, die auch zu mir kommen, noch mal ganz gezielt, dass ich mit dieser Energie verbunden bin. Das ist ja auch ein Zeichen für Besucher, die zu dir kommen. Ne? Und vielleicht mag man es auch wirklich nicht nur zu Hause hinhängen, sondern vielleicht auch wirklich in der Praxis oder wo jemand energetisch auch arbeitet, ob Massage oder so, wo du sagst, okay, wenn ich diese Energie bei mir habe, werden meine Klienten auch fühlen, dass sich hier was verändert. Warum natürlich auch gerne nochmal auch vielleicht wirklich in ein Kinderzimmer hängen, wenn da gerade ein kleines auch ist, gerade kleine Kinder, das da aufzuhängen. Warum nicht? Ja, und es sind gute Möglichkeiten. Auch hier wieder dieses Dreier-Set. Man hat das Amulett dabei, man hat die Kerze dabei, man hat die Ikone dabei. Wirkt sich das sofort ein? Also sobald ich es hinhänge, merke ich, dass die Energie da ist? Oder muss ich da auch erst mit den Gebeten vorneweg arbeiten? Also erfahrungsgemäß haben alle, die bisher mit der Energie gearbeitet haben, sofort gemerkt. Wirklich sofort gemerkt. Und ganz egal, ob kalt, ob warm, ob kribbeln, ob im Herzchen, ob weinen, ob Tränen, ob man merkt, hoch, was ist denn jetzt passiert? Du kannst das gar nicht steuern. Du sollst ja auch deine Emotionen nicht steuern. Wir wollen ja, dass rauskommen und dass sich damit was löst und klärt. Und das macht es mit dir. Es macht was mit dir. Und das heißt, du musst mal
außer dass du vielleicht die Gebete liest, nichts machen, sondern du darfst auch mal was machen lassen. Das heißt auch loslassen und vertrauen, dass sich was tut. Und vor allem auch, wenn Tränen fließen, wenn man vielleicht eine Traurigkeit empfindet, wenn vielleicht eine alte Erinnerung auch irgendwo wiederkommt. Fließen lassen, ja, nicht unterdrücken, weil ich glaube, das ist das Schlimmste, was man machen kann. Durch Unterdrückung, was entsteht, wieder ein neuer Knoten. Mhm. Und dann fängt man wieder von vorne an. Man muss sich in die Energien einlassen. Ja, und vor allem, was hier auch das Schöne ist, wir haben ja durch diese karmischen Themen auch ganz viele Themen, wo wir auch so viele Illusionen und Enttäuschungen haben, wo wir falsche Träume haben, vielleicht auf den falschen Partner auch hoffen, wo wir zu lange in Situationen ausharren, wo man vielleicht auch früher gesagt hat, man bleibt ewig zusammen und man zieht nicht um und trennt dich nicht und man muss immer an einem Arbeitsplatz bleiben, solche Themen. Dinge, die vielleicht auch Eltern gesagt haben oder frühere Partner gesagt haben, die dich verletzt haben, wo du aber dich immer noch nicht befreit hast davon. Und das kannst du hiermit auch tun und wieder in die Eigenverantwortung gehen, in deine Energie gehen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und natürlich auch all das auflösen, was halt über dein Blut ist. Und jetzt denken wir auch mal vielleicht an Adoptionen. Da haben wir ja noch mehr Familie. Da haben wir die Familie, wo wir zum Teil gar nicht wissen, wo die Eltern her sind. Ja? Wenn wir dann natürlich auch Kinder haben oder vielleicht auch Kinder noch aus dem Ausland haben, da wird es ja immer schwieriger in der Familie, ja, da kennen wir die Geschichten gar nicht und dann können wir natürlich auch gezielt hier nochmal arbeiten. Oder du hast geheiratet, hast plötzlich das Programm deines Partners übernommen und die kennst du noch weniger wie deine eigene Verwandtschaft. Ne? Ja, wie oft ist es so, dass auch viele gar nicht mit der Familie verbunden sind, ja, Familienstreitigkeiten, ja, ich heirate jemanden, aber nee, meine Schwester lade ich nicht ein, weil mit der habe ich keinen Spaß oder so. Ja. Aber was sind denn auch die Familie? Gerade dieser Blocker mit den Kindern haben wir ja ganz oft, ne? Dass plötzlich Trennungen sind, dass keine Kontakte mehr sind. Erstens gehen wir in die Vergangenheit wieder zurück. Kinder wurden weggegeben, die wurden auf die Walz geschickt. Ja? Die wurden handwerksmäßig von zu Hause weggegeben, weil die Eltern sie nicht mehr versorgen konnten. Das sind Kinder, Frauenmädels, die ins Kloster gekommen sind, wieder weg von zu Hause. Das sind die Frauen, die heute ohne Partner, ohne Familie und ohne Geld dastehen. Das ist das Resultat dieser Vergangenheit. Oder aber es ist auch ein Kind, wie gesagt, im Krieg gefallen, vermisst gemeldet, nicht mehr zurückgekommen. So, und dann habe ich heute den Blogger mit meinen Kindern, dass plötzlich auch eine Trennung vom Sohn plötzlich stattfindet, fast zum gleichen Zeitalter, wo dieser andere Junge verschwunden ist. Und dann hast du es wieder. Also, wenn man diese Dinge klären möchte, dann hat man die Möglichkeit, das zu tun, weil ich wirklich jetzt über gut 15, 16 Jahre alle Familienthemen irgendwo sortiert habe und ja, analytisch wie ich bin, so eine gewisse Regelmäßigkeit festgestellt haben und davon profitiert ihr jetzt einfach über die Gebete auch. Ja, und über dieses ganze Set, das SOS-Set für Knotenlösungen. Knoten, das sind Ihre Blockaden, das sind Ihre Schwierigkeiten, das sind Ihre Belastungen. Und davon können Sie sich jetzt sofort befreien. Emma 0901 für goldfarbenes Amulett mit der Knotenlöserkerze und der Ikone natürlich für 155 Euro oder die MA 0801 mit dem silberfarbenen Amulett. Auch hier wieder die Knotenlöserkerze, die Ikone in 20x20 und natürlich auch das Marienamulett. Auch hier wieder gerne mit dabei. Auch hier für 155 Euro. Sabine, gibt es denn ein Prozedere oder einen bestimmten Ablauf, den ich machen muss? Soll ich erst die Ikone hinhängen, dann die Kerze aufstellen, dann das Amulett umtun? Oder soll ich eigentlich in mich selbst hineinhören und einfach sagen, ich mache das, was mein Inneres mir sagt? Ich glaube, das macht jeder ganz, ganz individuell unterschiedlich für sich. Und heißt natürlich schon, wenn du dir hier so ein Set rausgesucht hast, dann denke ich, wirst du dir schon überlegen, wo passt es denn jetzt zu Hause hin, ja? Ist das auf der Fensterbank vielleicht die Kugel oder möchte ich mir es irgendwo hinhängen? Ich glaube, du weißt schon, wo es hin soll, auf jeden Fall. Und das arbeitet ja in dem Moment mit dir. Im Übrigen, jeder, der sich für ein Set entscheidet, in dem Moment verbindest du dich ja automatisch schon mit dieser Energie. Also fängt sowieso schon mal an, hier zu merken und zu machen. Und jeder wird ja auch die Energie individuell spüren. Ne? Der eine vielleicht mehr Wärme, der andere vielleicht eine Kälte, der eine kriegt vielleicht eine Gänsehaut, der andere fängt sofort an mit Weinen. Ja, es gibt ja so viele Möglichkeiten. Ja, und
ganz wichtig ist auch, Kälte ist nicht immer negativ. Es gibt ja viele Menschen, die sagen, oh, ich fühle was Kaltes, ist was Verstorbenes und oh Gott, ja. Kälte muss nicht immer negativ sein. Das heißt also, wenn eine Energie sehr, sehr hochschwingend ist, dann kann es dir passieren, dass es dann auch sehr kalt wird. Aber das muss man wissen. Aber ihr braucht keine Angst haben, also ihr werdet nicht frieren mit den Energien, um Gottes Willen. Nein, also das wird dann definitiv warm oder kribbelnd oder lass dich überraschen, wie es bei dir sich anfühlt. Genau, und Sie können sich überraschen lassen, ganz einfach, wenn Sie jetzt mal zum Telefonhörer greifen, die gebührenfreie Telefonnummer 0800 09 00 270 anrufen, sich Ihr Set bestellen, eine limitierte Auflage, das heißt nur noch wenige Stück von diesen Sets sind jetzt exklusiv für Sie da. Und natürlich auch hier wieder zu jeder Bestellung gibt es dein Geschenk hinzu. Warum eigentlich ist dieses Geschenk entstanden? Was hast du dir dabei eigentlich so innerlich so ein bisschen gedacht? Also ich habe schon zum Thema Stammbaum und Schmuck gesucht und hatte überlegt, was gefällt mir da. Aber ich wollte es dann anders machen. Ich habe beschlossen, dass es limitiert ist, dass ich es wirklich direkt weitergeben möchte, dass es jetzt, genau nur jetzt zu dieser Stammbaumzeit, zu Halloween passt. Und deswegen machen wir es auch nur jetzt. Genau, und das ist ein exklusives Geschenk für Sie, ganz individuell zusammengestellt, nicht das komplette Set, was Sie gerade sehen, sondern jeder bekommt ein Teil aus diesem Set, entweder die Kette mit dem Amulett oder die Ohrringe oder das Armband, ganz individuell natürlich gewählt. Genau, das heißt, die geistige Welt wird das raussuchen, was du jetzt brauchst und lasst euch überraschen, was dann in eurem Päckchen ist. Und ganz wichtig ist eben auch nochmal zu sagen, jedes Produkt geht durch deine Hände, jedes Paket wird durch deine Energie verpackt. Du guckst natürlich auch nochmal energetisiert verpackt und es wird mit der Marienschutzenergie für sie losgeschickt. Und wenn sie jetzt sagen, boah, das war jetzt aber spannend, aber seid doch jetzt mal kurz ruhig und ich möchte mich einwählen. Das machen wir. Wir machen eine kurze Einwählpause für Sie. Unter der 0800 09 00 270 dürfen Sie gerne jetzt bestellen. Denken Sie an das Geschenk, was jeder ganz exklusiv obendrauf kriegt. Und Sie genießen die Marienenergie, Ihre Knotenlöserenergie jetzt hier im Sabine Lorenz Shop. Thank you.
Haben Sie schon was von den Marienenergien gehört oder beziehungsweise auch vielleicht schon mal von den Marienenergien etwas gespürt? Nein, dann ist es jetzt Ihre Zeit, nämlich es ist Zeit gekommen, Ihre Knoten zu lösen, Ihre Blockaden, Ihre Ängste, Ihre Zweifel, vielleicht aber auch endlich mal Vertrauen wieder aufzubauen, Sabine. Ja, und das heißt natürlich auch wirklich mal in die Liebe zu gehen, in die Eigenliebe zu gehen, in das Glück deines Lebens zu gehen und dich zu befreien von deinen Ahnen, zu befreien von all den Themen und loszulassen und natürlich auch loszulaufen. Und die Möglichkeit hast du jetzt mit unserem Set, was wir hier mitgebracht haben. Das heißt, du kannst selber Dinge auflösen über dieses Gebet. Du kannst wieder vertrauen, wirklich sagen, ich gebe meine Wünsche, Ziele und Träume ab. Ich löse aber auch meine Ängste auf, meine Ängste über mich selbst oder um andere kann ich hier gezielt abgeben. Ja, und diese Ängste können jetzt wirklich losgelassen werden. Ich kann die Selbstliebe, aber auch die Liebe von Gott Vater, Gott Mutter, von Jesus einfach wieder in mein Herz hineinholen, meine Herzensknoten eben vielleicht auch mal lösen. Ne? Ja, genau. Also alles, wo ich vielleicht mir auch Partner wünsche zum Beispiel, aber sage, ich habe so Angst, dass da einer kommt und ich wieder enttäuscht und verletzt werde. Das ist ja auch etwas, wo ich mir in den Cupnix immer wieder anschaue. Hier kannst du gezielt diese Knoten auflösen und du kannst sie gezielt mit dieser Energie über diese Gebete klären für dich. Und das Schöne ist ja auch, man muss nicht wissen, was ich für Knoten überhaupt habe. Ne? Das ist ja wirklich, also wer es wissen will, der kann sich an dich wenden, dann kannst du das natürlich überprüfen, ja. Aber wenn sie sagen, nee, ich will einfach nur, dass mein Leben besser wird, dass das reiner wird, dass ich geschützter bin, dass ich offener bin einfach auch und, wieder. Ja, vor allem, oft ist ja wirklich so, man kennt die Knoten nicht. Manchmal ist es gut, wenn man es weiß, dann können wir auch gerne arbeiten, aber sich etwas zu kreieren ist und dann festzuhalten, das ist das Hauptthema. Du kannst es loslassen, es ist vollkommen unwichtig, wer oder was die Ursache deines Lebensthemas ist, aber wichtig ist, dass du es wegbekommst und diesen Knoten können wir über diese Sets hier lösen. Und wir können natürlich unser Heim direkt auch mit dieser Ikone schützen, indem wir sie zu Hause aufhängen. Das ist dein Haussegen, das ist deine Marienenergie, das ist diese Energie, die dich immer wieder mit der göttlichen Energie auch verbindet und natürlich dich schützt. Ne? Ja. Es ist auch wichtig, ne? Einfach auch geschützt zu sein, eben auch einfach wirklich auch angenommen zu werden, ja, auch wirklich wieder die. Wie oft sitzt man zu Hause und denkt sich, ich will wieder Liebe haben, ich will wieder Liebe spüren. Aber wenn ich nicht selbst überhaupt etwas dafür tue, wird mich nie eine Liebe erreichen. Genau, und wenn du natürlich das alte Muster hast, dass dich Eltern schon nicht geliebt haben, Geschwister nicht geliebt haben, wenn du immer wieder dich auch verstoßen gefühlt hast, ja, wie soll es denn funktionieren? Du traust dich auch gar nicht, dass dich jemand lieben möchte. Du traust es dir nicht zu, du lehnst dich ja schon selber ab. Und dann wirst du merken, wenn du diese Gebete sprichst, wenn du in diese liebevolle, mütterliche Energie gehst, die dich umarmt, die einfach für dich da ist, dann wirst du merken, du bist geliebt von allen Seiten. Und das strahlt die Ikone aus, das strahlen alle Produkte aus, die wir hier haben, wo wirklich das Bild dieser besonderen Ikone drauf ist. Ja, und von diesen Energien können Sie jetzt einfach mal profitieren im Set mit einem tollen Sparpreis von 155 Euro. Die MA 0801 in Silberfarben, das Edelstahl-Amulett mit der Paraffinkerze und natürlich der Ikone für 155 Euro. Oder wenn Sie sagen, ich bin aber eher ein Goldmensch, dann können Sie es natürlich auch in Gold sich gerne bestellen mit der MA 0901 für 155 Euro, auch in Goldfarben möglich und natürlich auch hier wieder die Marienenergie. So, jetzt gibt es aber natürlich auch Menschen, die sagen, ja, Amulette, Ketten kann ich nicht tragen. Ich bin jetzt nicht so der Kerzenfan, aber ich möchte trotzdem mit der Mutter Marienenergie verbunden sein. Deswegen bietest du auch wirklich nur die Ikone mit den Gebeten natürlich an. Das heißt, natürlich freue ich mich, wenn ihr die zu Hause hinhängt, um dort damit zu arbeiten. Heißt übrigens aber auch für euch, ihr könnt genauso gut das Amulett
oder natürlich die Kugel auch in einer schönen Stelle in wirklich im Schrank haben, versteckt haben vor der Familie, wenn du wirklich das Gefühl hast, das darf nicht jeder sehen, dann kannst du hier gerne auch vielleicht mit einem Schal, dass du es in einem Schal irgendwo in der Schublade legst, dass du dein Bild dazu tust, dass du die Kugel dazu tust. Also du kannst es gerne auch im Geheimen zu Hause machen. Allerdings denke ich, ist Marienenergie doch sehr, ja, unverfänglich. Aber vielleicht trauen sich ja doch einige nicht. Ne? Es also ist das ja auch, geht durchaus. Vielleicht gehen auch viele dann wirklich sofort aus, weil, wie du es schon gesagt hast, was verbindet man mit der Energie? Ja. Religiosität, kirchlich. Ja? Darum geht es ja aber gar nicht. Und wenn ich vielleicht sage, ich möchte mir trotzdem jetzt nur einmal und vielleicht auch erstmal nur, um die Energien zu testen. Gut, wir müssen sagen, es ist alles nur noch limitiert. Man weiß jetzt nicht, ob man in 1-2 Monaten noch ein Kettchen oder ein Amulett von dir bekommt. Ja? Aber wenn sie es jetzt mal testen wollen und einfach auch mal rein spüren wollen, dann können Sie sich ganz exklusiv nämlich jetzt die MA1000 sichern, nämlich unsere wunderschöne Ikone, Mutter Maria Knotenlöserin, ein Ikonendruck von 20 x 20 cm auf Keilrahmen für 69 €. Und natürlich auch hier wieder diese wunderschönen Gebete wieder mit oben drauf dazu. Genau, und die Gebete gibt es auch wirklich nur bei meinen Produkten. Also die Gebete gibt es nicht einzeln zu bestellen, wollte ich nochmal erwähnt haben. Die gibt es also nur im Set. Ja. Wie arbeite ich mit einer Ikone? Das heißt, für mich ist eine Ikone wirklich etwas, wo du dir gerne auch hinstellen kannst, wenn du dich hier im Gebet verbindest, dass du dir hinstellst, dich vorne dran setzt, wirklich da auch zur Ruhe kommst und dann anfängst, diese Gebete zu sprechen. Ähnlich wie auch bei der Kugel, oder du hängst sie dir wirklich hin. Also wenn es so ein Kraftort im Haus, in der Wohnung werden sollte für dich, dann würde ich sie da ganz gezielt auch hinhängen. Und was ist eigentlich eine Ikone? Kann man das auch irgendwie ein bisschen identifizieren oder auch noch mal ein bisschen erklären? Ikonen kenne ich jetzt mehr so wirklich als Erinnerungsbilder auch ein bisschen, ne? In kleinen meinst du, ja, die kleineren? Ja. Die kenne ich gar nicht. Also ich muss gestehen, die ersten Ikonen waren für mich wirklich im Russischen. Ja. Daher kenne ich sie. Ich kenne es im Griechischen, also etwas Griechisch-Orthodoxes. Da kenne ich sie. Ich habe selber verblüfft, dass eine Ikone in einer katholischen Kirche hängt. Fand ich etwas ungewöhnlich. Mhm. Ja. Ich habe auch bisher nicht rausgekriegt, warum das dort so ist. Aber eigentlich in jeder Kirche hängen doch Ikonen, oder? Diese ganzen Bilder, diese Gemälden, die da gemalt sind, sind das nicht alles Ikonen? Nicht in der Form, wie es da ist. Das ist was anderes. Regie sagt gerade, es sind Fressen oder Pressen? Fresken. Okay. Ja, nee, das ist nochmal eine andere Geschichte. Also das ist wirklich, wie man es in klein kennt, also wirklich ganz, ganz groß mit ganz viel Gold. Das ist was anderes. Okay. Ja. Und ich denke, Ikonen hat man früher gemacht, damit man sie mitnehmen kann. Reiseikonen gibt es ja auch, ne? Dass sie eigentlich früher so klein waren, dass man sie immer bei sich, wie so ein Talisman bei sich hatte. Das ist ja der Ursprung der Ikone. Das kann man aber auch hier mit der Größe auch. Also das, wenn ich jetzt mal ans Reisen denke oder Reisen so. Wie oft passiert es, dass der Koffer abhanden kommt beim Flugzeug? Ja. Oder man hat Angst, dass der Koffer gestohlen wird, wenn man am Bahnhof steht. Ja. Tue ich meine Ikone einfach mit rein. Genau, also die Größe geht, aber es ist natürlich, wie gesagt, auch der Schutz zu Hause von der Größe schön zum Aufhängen, oder vielleicht möchtest du dir dein Räumchen auch gestalten. Und wenn das auch nur eine Ecke im Schlafzimmer ist, also Fensterbank, guck mal, wo du das Gefühl hast, hier brauche ich einen Kraftort. Wie benutze ich die Ikone? Also ich hänge sie wirklich auf oder ich stelle sie auf. Ich kann sie einmal wirken lassen von der Energie, indem ich gar nichts mache, weil ich sie, wie gesagt, aufgehängt habe. Kann natürlich jeden Tag, wenn ich da vorbeigehe, mich mit der Energie neu aufladen. Weiß aber auch, dass die Menschen oder Familienmitglieder oder wer auch immer da vorbeigeht, gereinigt auch wird. Man merkt ja auch so ein bisschen, das hält Fremdenergien weg, weil der hohen Energie hält sich da nichts. Wenn ich es jetzt also im Flur oder im Eingangsbereich habe, vielleicht auch in der Nähe vom Telefon, wenn das zentral ist, wenn sich die Energien auch verflüchtigen, die einfach nicht für mich vorgesehen sind. Also es reinigt eigentlich das gesamte Umfeld, es reinigt alles, auch jetzt wieder auf die Feiertage zu kommen, die vielleicht bald bevorstehen. Familienfeiertage, Streitigkeiten, ich habe die Ikone mit im Raum hängen, schon ganz ist Harmonie wichtig, da, oder? Ganz wichtig, ja, Weihnachten ist ja so ein Familien-Gau, so ein bisschen. Für den einen mehr, für den anderen weniger, ja. Aber durch diesen ganzen Stress, es löst ja auch den Stress auf. Wenn ich die Marienenergie habe, bin ich weniger gestresst, weil ich zur Ruhe komme, weil ich mich wieder zentriere und erde. Und es strahlt ja auch eine unglaubliche Ruhe aus, muss man jetzt auch wirklich sagen.
Und wenn ich natürlich in der Ruhe bin, dann werde ich auch Weihnachten ganz anders, auch als Hausfrau und Mutter anders überstehen. Ich werde mich vielleicht auch weniger ärgern über irgendwelche Essen von Anverwandten oder, ne? Das ist ja immer ein Macht sie denn auch etwas mit unserer Aura? Also sie wird mich auf jeden Fall auch, wir sind ja nun mal beim Reinigen. Wenn ich sie natürlich trage, dann habe ich natürlich auch nochmal das Thema, dass ich eine unglaubliche Schwingungserhöhung habe. Wenn ich sie an der Wand hängen habe, dann wird sich diese Schwingung ausstrahlen in den Raum und wird sich von da in die Räume des Hauses verteilen, ebenso wie bei der Kugel. Aber es strahlt natürlich diese Energie auch aus und sie ist ja immer aufgeladen. Ne? Da ist ja nichts, wo man sagen kann, aber der Akku ist leer. Aber die Kugel gibt es ja nicht mehr separat zu erhalten. Ne? Das ist ja wirklich begrenzt auf das Set mit der Kugel. Jetzt hast du aber gesagt, vor allem für die Menschen, die sagen, sie wollen erstmal in die Marienenergie so ein kleines bisschen reinschnuppern, möchte ich jetzt einfach mal sagen, dann können sie das jetzt einfach mal mit der Ikone nutzen. Die Ikone Mutter Maria Knotenlöserin mit der MA1000 für 69 Euro können Sie gerne jetzt bestellen unter der gebührenfreien Telefonnummer 0800 09 00 270. Und natürlich auch hier wieder nicht vergessen, auch hier kommt wieder eines deiner tollen Geschenke hinzu, liebe Sabine. Richtig, aber ganz kurz für all die Zuschauer, die sich die Zahlen überhaupt nicht merken können und den Zahlen so verbunden sind wie ich, nämlich gar nicht. Ihr könnt also auch gerne im Callcenter sagen, ich möchte das Set mit der Ikone, ich möchte einfach dies oder das. Ihr braucht nicht unbedingt die Zahl. Also, genau, und ansonsten einfach mal Stift und Zettel parat legen. Man sieht es ja auch die ganze Zeit hier neben meiner Person eingeblendet. Da oben stehen immer die Artikelnummern drin. Und ansonsten einfach im Kundenservice nachfragen. Möchte ich Ihnen auch schon mal einen kurzen Hinweis geben, denn wir gehen schon bald wieder auf die letzten 20 Minuten vorbei. Es sind schon wieder fast 2 Stunden rum. Die Zeit vergeht wie im Fluge. Natürlich können Sie auch wieder im Anschluss der Sendung jederzeit bestellen. Das Callcenter ist da. Das Callcenter freut sich auf Ihre Bestellung, auch im Anschluss. Schluss der Sendung können Sie gerne noch Ihre Bestellung aufgeben. Aber wie gesagt, es ist eine limitierte Auflage und wir wissen nicht, ob wir mit dieser Marienenergie jetzt hier überhaupt noch mal jeweils einen Shop machen werden, beziehungsweise ob es diese Marienenergie noch mal in dieser Art und Weise überhaupt noch einmal geht. Deswegen, wenn Sie jetzt sagen, Sie wollen sich von Ihren Knoten lösen, Sie möchten sich von Ihren negativen Energien befreien, dann nutzen Sie jetzt noch einmal die Chance, sich die Ikone Mutter Maria Knotenlöserin in 20x20 Zentimetern gerne nach Hause zu bestellen, auf einen Keilrahmen, also auch ganz einfach zum Festigen an der Wand, muss man nur ein Schräubchen oder ein Nagelchen reinmachen in die Wand und fertig ist man. Und solange Sie jetzt gerade in dieser tollen Energie sind, werden wir auch noch mal gerne das Abschlussgebet einfach von diesen tollen Texten noch mal vorlesen. Wir verbinden uns vielleicht noch einmal in die Energie und lösen uns vielleicht auch wirklich aus diesen Energien heraus, weil wir ja jetzt nicht jeden Prozess rausgehen, jeden Tag das machen können, aber dass Sie auch noch mal in diese Energien hineingehen. Schließen Sie Ihre Augen, genießen Sie es, lassen Sie Mutter Marienenergie auf sich wirken und wir lesen noch einmal aus diesen wunderschönen Gebeten den Abschluss. Jungfrau Maria, Mutter der Schönen, liebe Mutter, die niemals ein Kind das um Hilfe ruft, unerhört lässt. Mutter, deren Hände ohne Unterlass für ihren geliebten Kinder arbeiten, denn sie werden angeregt von der göttlichen Liebe, von der unendlichen Barmherzigkeit, die aus deinen Herzen überfließen. Wende deinen Blick voller Mitleid mir zu. Sieh das Bündel der Knoten, die mein Leben ersticken. Du kennst meine Verzweiflung und meinen Schmerz. Du weißt, wie sehr mich diese Knoten lähmen, Maria, Mutter, die Gott beauftragt, die Knoten im Leben deiner Kinder zu lösen. Ich lege mein Lebensband in deine Hände. Niemand, selbst der Böse nicht, kann es deiner barmherzigen Hilfe entziehen. In deinen Händen gibt es keine Knoten, die nicht gelöst werden könnte. Mächtige Mutter, durch deine Güte und deine Macht, der Fürsprache bei deinem Sohn Jesus, meinen Befreier. Übernimm du heute diese Knoten. Gott zur Ehre bitte ich dich,
Löse ihn für immer. Ich hoffe auf dich. Du bist die einzige Trösterin, die Gott mir geschenkt hat. Du bist die Festung für meine schwachen Kräfte, der Reichtum in meinen Nöten, die Befreiung von allem, was mich hindert, mit Christus zu sein. Nimm mein Rufen an, bewahre mich, leite mich, schütze mich. Du bist mein sicherer Zufluchtsort. Maria, die du die Knoten löst, bitte für mich.
Haben Sie diese Energien jetzt auch gerade mal gespürt? Ich habe es bei Sabine. Ich bin ja heute so ein bisschen der Vorleser mal für Sie, um Ihnen einfach mal so ein bisschen diese Gebete natürlich auch mitzugeben. Aber haben Sie das bei Sabine vorhin eigentlich gesehen? Die Hände waren von immer so und mit einmal ging es bam und sie lagen. Und ich habe so gedacht, was ist denn jetzt passiert? Ja. Was war Sabine? Ich weiß auch nicht. Also ich habe einfach gemerkt, hier löst sich nochmal eine Entspannung. Bei mir zeigt sich und deswegen war vorbei, ja. Ist bei Ihnen auch sowas vielleicht zu Hause passiert? Haben Sie auch sowas vielleicht gespürt? Dann ist es ein Zeichen, weil dann ist es ein Zeichen, dass Sie gerade genau mit diesen Gebeten einfach mal arbeiten sollen. Das können Sie jetzt gerade ganz individuell, ob Sie sich jetzt nur die Ikone suchen oder ob Sie dann, wenn wir gleich nochmal die Programmrückschau machen, vielleicht doch lieber noch ein Set für entscheiden. Egal, wie Sie bestellen oder was Sie bestellen, auch nach der Sendung können Sie das natürlich gerne weiterhin machen. 0800 09 00 270. Komplett gebührenfreie Telefonnummer. Einfach sagen, was Sie sich wünschen, was Sie haben möchten. Und Sie werden die richtige Wahl treffen. Ob Sie jetzt für den kleinen Geldbeutel oder ob man vielleicht doch mal sagt, ja, es ist aber so, Produkte kosten, das muss man ja einfach auch mal klarlegen. Ja. Und du gibst Geschenke. Und auch diese Geschenke hast du nicht geschenkt bekommen, Sabine, nee. Ne? Nein. Müssen wir auch mal sagen. Ja, das stimmt. Ja, also es ist heute wirklich eigentlich ein Geben und Nehmen. Du gibst etwas, du bekommst etwas zurück. Man holt sich die Energien irgendwo, die man sich auch irgendwo so ein bisschen innerlich wünscht. Ach, natürlich, genau. Und wir haben natürlich hier in dem Set, was wir verschenken, genauso die Familienahnen-Themen, wie natürlich mit unserer Knotenlösung, mit unserem Mariensetz. Das passt einfach wunderbar zusammen. Ja, und vor allem auch gerade so, wenn man jetzt mal sagt, die Familienwurzeln waren vielleicht gar nicht so stark oder man hat gar keine richtige Familie, aber trotzdem ist ja irgendwo das Ahnenthema, es ist ja so, wir sind ja irgendwo hergekommen, ja, wir sind ja nicht aus der Wolke gefallen und waren mit einmal da, sondern es gibt ja von früheren Familien immer und immer wieder Energien. Genau, ja? Und die dürfen wir hier einmal auflösen und dann natürlich über dieses Set, was wir verschenken, natürlich nochmal eine Stabilität wieder reinbringen. Ja, und Nutzen vor allem auch. Habe ich meine Ahnen zur Unterstützung? Wenn ich erstmal das Negative weg habe und habe die Ahnen an meiner Seite, ja, dann gelingt mir doch auch viel mehr. Ich habe doch die, wie sagt man immer so, die Hand auf den Schultern, ja, die Kraft, die Unterstützung irgendwo. Und die gibt uns natürlich auch sehr, sehr viel. Wir waren aber noch bei der Ikone stehen geblieben und das ist natürlich auch eine ganz besondere Ikone. Du hast sie durch Zufall, sagst du immer, ich sag eher durch Bestimmung der geistigen Welt, gefunden oder sie hat dich gefunden? Ich bin geführt worden, genau. Und dann war es natürlich das Ziel, wirklich diese Ikone an alle weiterzugeben, damit sie hier mit ihnen arbeitet und natürlich diese Energie wieder in die Häuser bringt, ins Energiefeld bringt. Und deswegen habe ich sie natürlich auch weiterverarbeiten lassen für unsere Zuschauer. Genau, und von diesen tollen Möglichkeiten, mit dieser Ikone können Sie jetzt einfach arbeiten. Die MA1000 Ikone Mutter Maria Knotenlöserin, der Ikonendruck 20x20 cm auf Keilrahmen, das Ganze für 69 Euro. Und jetzt sagen Sie, ja, aber die Gebete, die kann ich mir doch gar nicht merken. Keine Sorge, hier gibt es einen wunderschönen Flyer, wo alle Gebete mit drinne stehen. 9 Tage, 3x9 Tage bitte sprechen. Auch nochmal hinten alles ganz genau für Sie erklärt und das kommt zu jedem Marienprodukt, werden Sie dieses ganz besondere, ja, diese ganz besonderen Texte, diese Gebete, die wir wirklich zur Unterstützung nutzen können, einfach mal erhalten. Genau, weil früher habe ich sie entweder gesprochen, live gesprochen oder man hat sich gewünscht, dass man sie selber nachlesen kann, mitsprechen kann und deswegen habe ich jetzt auch wirklich gestaltet für euch. Ja, und man hat auch was in der Hand, ja. Es ist zwar auch immer schön, wenn man es hört, aber wenn ich es selbst man natürlich auch noch mal spreche, deswegen habe ich vorhin so diese Idee bekommen, SOS-Set, man macht selbst etwas, man hilft sich und man kann ja jederzeit nacharbeiten. Es ist ja auch so, Energie kann ja jederzeit zurückkommen, ja. Es kann wieder was an mir lasten oder so und so kann ich es aber eben auch einfach lösen, herausnehmen und wirklich auch mal sagen, ich werde frei. Genau, du kannst es sogar mitnehmen. Also von der Größe passt es auch in die Handtasche. Wenn es jemand so mitnehmen möchte, weil er irgendwo einen Termin hat, kann er natürlich auch nochmal hier gezielt beten. Oder natürlich auch den Anhänger tragen und einfach hier um Schutz und Kraft auch bitten für einen bestimmten Moment, wo du einen Termin hast. Du kannst gezielt darum bitten.
Genau, und bevor wir von der Ikone auch nochmal auf die anderen Produkte gehen, sage ich Ihnen nochmal ganz kurz den Artikelcode, die MA101000. Für 69 Euro können Sie jetzt hier die Ikone Mutter Maria Knotenlöserin mit den Gebeten natürlich gerne bekommen. Aber natürlich auch noch vieles mehr, Sabine hat es eben schon angesprochen. Wir haben natürlich auch wunderbare Sets auch wieder für Sie dabei gehabt, beziehungsweise auch nochmal wunderbare Produkte für Sie dabei gehabt. Unter anderem unsere Mutter Maria Kerze, die MA0101. Sabine, noch mal kurz was zur Kerze gesagt für 39,95. Ja, das ist natürlich für alle, die auch das Licht wieder zu Hause anzünden möchten, einfach symbolisch das Licht und damit auch wieder Mutter Maria um Hilfe bitten, durch das Anzünden der Kerze und natürlich hier im Set zu arbeiten oder natürlich gezielt auch nur zu sagen, ich möchte jetzt beten, ich mache die Kerze an. Und bin verbunden. Und auch zur Kerze erhalten Sie natürlich die Gebete wieder mit hinzu. Die MA0101 für 39,95 Euro. Dann hatten wir es vorhin getragen gesehen bei Sabine am Dekolleté. Aber auch wir haben es natürlich hier. Die MA0500, das Mutter Maria Schutzamulett in Silberfarben mit einem Durchmesser von 3 cm, einer Edelstahlkette von 50 cm und in Silberfarben für 88 Euro. Sabine, auch hier noch mal ein paar Sätzchen. Ja, das heißt, das ist natürlich die Ikone zum Anziehen, das Schutzamulett, was du bei dir hast, um dir Negatives fernzuhalten, aber natürlich auch dein eigenes Energiefeld, ja, nochmal zu stärken, in die Liebe zu haben, in der Liebe zu sein. Das heißt, alles, was du mit Liebe ausstrahlst, ziehst du damit natürlich auch an. Ja, und diese Liebe können Sie auch wieder anziehen, die Schutzenergie wieder bekommen. MA0500 für 88 Euro. Sind Sie aber lieber ein Goldtyp? Ja, da sehen Sie es ja auch schon. Auch in Gold können Sie es gerne erhalten mit der MA0400 für 88 Euro. Auch hier die Muttermarien-Schutzamulett in Goldfarben und auch für Sie erreichbar. Ja, aber natürlich, wenn Sie sagen, ich will sparen und ich will mir die doppelte Power an Energie nach Hause holen oder eher gesagt, die vierfache Power, wenn man es jetzt mal hier auf dem Bild sieht, dann können Sie auch ein Set sich einfach holen. Das Set Knotenlöserkerze, Marienkugel, Marienamulett, die Paraffinkerze mit Hochglanzdruck für 39,95, Edelstahlamulett, Silberfarben oder die Kugel, die es nur noch in diesem Set gibt. Die gibt es nicht mehr einzeln zu kaufen, da es alles nur noch eine limitierte Auflage ist. Sie sparen 31,95 Euro zum normalen Preis und zahlen nur noch 155 Euro, MA0800. Und Sabine, für was ist dieses Set eigentlich gut? Ja, das ist Hausaufgabe sozusagen, kann ich schon sagen. Ja. Das heißt, hier darfst du dich erlösen, deine Familie, Kinder, Eltern, Geschwister. Tu dir Gutes und lauf endlich los in deinem Leben. Dafür habest du dieses Set für dich zu Hause und zum Tragen. Die MA0800 für 155 Euro in Silberfarben. Sollten Sie aber auch hier sagen, Gold ist eher meine Farbe, dann können Sie es auch gerne sich in Gold natürlich holen. MA0900 für 155 Euro und auch hier haben Sie eine Ersparnis von 31,95 Euro zum normalen Preis und natürlich auch hier wieder gebührenfrei einfach bestellen unter der 0800 09 00 270, natürlich gebührenfrei und natürlich auch im Anschluss der Sendung jederzeit möglich. Ja, wenn Sie aber eher sagen, Sie wollen ja jetzt wirklich das High-Class-Paket bekommen, Sie wollen ein Ikonenbild, Sie wollen Ikonenenergie in Ihren Wohnräumen nochmal genießen, dann holen Sie sich das Set MA0801, das Set Knotenlöserkerze mit der Ikone und den Marienamulett in Silber für 155 Euro. Sabine, was ist der Unterschied zur Kugel? Ja, das heißt, das kann ich natürlich hinhängen. Das ist auch so ein bisschen Geschmackssache, finde ich, ob ich lieber die Kugel in die Hand nehme oder ob ich das Schutzbild zu Hause aufhängen möchte. Aber bei beidem kann ich natürlich meinen Marienaltar, kann ich schon fast sagen, mir zu Hause kreieren. Und Sie haben eine Ersparnis von 41,95 Euro, denn normalerweise würde alles 41,95 Euro kosten. Jetzt zahlen Sie nur 155 Euro. Ein toller Preis, den Sie jetzt bestellen können in Silberfarben MA0801 für 155 Euro. Ja, oder lieber auch in Gold, ist natürlich auch für Sie möglich, mit der MA0901 für 155 Euro in Goldfarben.
Sabine, was mache ich mit den Texten nochmal? Kannst du es nochmal kurz erzählen? Die Texte, also Tag 1 bis 9, dreimal hintereinander, dann hast du 27 Tage. Das ist eine Novene und immer das Abschlussgebet dazu. Und das war's. Ja, und schon sind sie befreit von ihren Knoten, von ihren Problemen, von ihren Schwierigkeiten. Aber auch hier leider nur noch eine limitierte Auflage. Das heißt, wir können Ihnen nicht versprechen, dass diese Produkte nochmal hier im Shop sind. Denn es sind wirklich nur noch limitierte Stückzahlen. Das heißt, diese Marienenergie, ja, wird langsam weniger und weniger. Es sind nur noch auserwählte Personen dafür bestimmt, denn Sabine hat einiges Neues schon wieder in Aufgabe oder wieder bekommen von der geistigen Welt. Und da dürfen Sie natürlich auch gerne mal gespannt sein. MA0901 in Goldfarben für 155 Euro. Wenn Sie aber sagen, ah, das ist alles so viel und ich würde einfach erstmal gerne mit einem Produkt anfangen, dann können Sie sich gerne auch die Ikone mit nach Hause holen mit der MA1 000 MA1000 für 69 Euro. Der Ikonendruck 20x20 cm auf Keilrahmen. Was ist nochmal die Ikone für die Menschen? Ja, die Ikone ist natürlich das Heiligenbild, wo sie die Energie vom Original direkt zu sich nach Hause holen können und damit direkt verbunden sind. Ja, und mit dieser Energie können Sie natürlich verbunden sein und jetzt auch gerne Ihre Bestellung natürlich tätigen. 0800 0900 270, gebührenfreie Telefonnummer mit der MA1000. Und denken Sie dran, diese Produkte sind wirklich limitierte Produkte. Das heißt, hier können wir Ihnen nicht versprechen, dass diese Produkte nochmal wiederkommen, beziehungsweise, dass Sie diese Produkte so schnell mal wieder hier sehen werden. Ja, liebe Zuschauer, unsere Zeit neigt sich langsam dem Ende zu. Wir möchten ja auch noch einen kleinen Hinweis geben, denn wenn Sie morgen von 11 bis 13 Uhr noch nichts vorhaben, dann seien Sie unbedingt wieder hier dabei, denn da ist nochmal Glücklich Leben angesagt mit Sabine Lorenz und mit ganz tollen Highlight-Produkten. Seien Sie wirklich dabei. Ich sage Ihnen nur so viel, Sie werden Ihr ganzes Leben verändern können. Denn ich habe es schon bekommen und ich sage Ihnen, es ändert alles im Leben. Also unbedingt dabei sein. Ich sage ein ganz herzliches Dankeschön, Sabine Lorenz, für eine ganz tolle Sendung mit dir. Danke. Dass ich diesen tollen Shop wieder moderieren durfte. Und denken Sie bitte unbedingt dran, heute Nacht werden die Uhren umgestellt, ne? Also nicht vergessen, von 3 auf 2 Uhr wieder. Das heißt, morgen alle ein Stündchen länger schlafen, aber um 11 sehen wir uns hier wieder im Studio. Haben Sie einen schönen Tag, alles Gute alles und bis bald. Tschüss. Schön.